So. So. Jetzt erzähl. Nein, ich sag ja, es gibt eigentlich gar nichts zu erzählen. Es ist einfach die Sehnsucht gewesen, mit dir mal wieder zu sprechen. Ja. Machen wir doch laufend. Ja, stimmt. Stimmt auch. Ja, machen wir Bewusst zu laufend. denken anfängst, wenn du bewusst zum Denken anfängst, machen wir das laufend. Das sind immer Selbstgespräche. Ja, das stimmt. Ja. Weißt du, diese Wiederholung, diese vielen Wiederholungen, wenn man meint, das bringt nichts, es ist der Bewusstwerdungsprozess, ist so weit weg von dem ganzen Hass, von der Religion, von dem Besserwissen. Es ist ein Spiel, du spielst es ganz mit dir alleine. Ja. Und du hängst zurzeit in einer Welt als eine Figur, die du zu sein glaubst, die du dir alles selbst ausdenkst. Du denkst dich selbst aus, du denkst dir die Welt aus, du denkst dir die anderen Menschen aus. Und ich kann Ja. immer wieder bloß sagen, das ist jetzt hundertprozentig sicher allein, hundertprozentig sicher Fakt, das Faktum. Ja, und da kriege Du ich einen Schreck. weißt, wie oft ich das Wort Fakten erklärt habe. Ein Ja. Faktum, facere lateinisch, ist eine hier und jetzt überprüfbare Tatsache. Wir achten nochmal auf die Worte, das über, über, Bola erweckt, über mir, was ich mir überlege. Ich Ja. kann das überprüfen, was ich mir überlege. Ich sage, ich bin der Erste. Alle elementaren Aussagen, die du jetzt durch dieses Pixelmännchen, durch diesen Lautsprecher hörst, du hörst, der hört, ist nicht nur mein Gedanke. Kann jeder 13-Jährige mit normaler Logik, normaler Schulbildung sofort überprüfen, ob das stimmt oder ob das nicht stimmt, wenn du meinen Gedankengängen mitgehst. Die Frage stellt sich überhaupt nicht. Stimmt, ja. Wenn sich nicht massiv diese Besserwisserei einmischen würde. Es macht so blind, es macht so unendlich blind. Das ist übrigens schon einmal ein Test, wo ich sage, bei vielen, ich muss jetzt sagen, bei vielen intellektuellen Systemen, das ist immer wieder meine Metapher mit dem Computer. Computer läuft nur, wenn er gewisses Daten hat und wenn er zuerst einmal ein Programm hat. Und da musst du wissen, da gibt es ja Schichtungen in der Transversale. Ein Programm führt als Ding an sich, jetzt was wir Programm nennen, benötigt ein Betriebssystem. Ja. Das Betriebssystem wiederum auf einer noch tieferen Ebene zum Starten braucht BIOS. Das ist zwar auch, das sind alles Programme, aber das sind verschiedene Programme. Ich könnte ja auch sagen, wie definiere ich das Wort Mensch biologisch gesehen? Ist ein Säugling ein Mensch? Ist ein 20-jähriger Mensch oder ein Greis ein Mensch? Klar, sind alle Menschen. Mensch ist erst einmal ein Überbegriff, eine Kollektion. Ich kann auch weitergehen, ist ein Embryo schon ein Mensch? Wann beginnt das Menschsein? Ab welcher Reifestufe? Ja. Du wirst es auf der blauen Ebene, wirst du da bloß Fragezeichen haben. Da kann man dann drüber streiten, weil das ist ja alles ein Mensch. Biologisch Ja. ein Trockennasenaffe. Ein blauer Mensch, ja. Aber es ist ein blauer Mensch. Blau nicht auch, der ist blau, wenn er besoffen ist. Ja, Normale Menschen sind hochgradig besoffen von ihren eigenen Glauben, von ihrem Intellekt, von ihrem Schwamminhalt, den sie zum Denken benutzen, den sie sich aber nicht raussuchen konnten. Ja. Darum ist immer wieder bei Holo Feeling, wo ich ja sage, wenn du jetzt mit einem normalen, vernünftigen, mit einem, ich rede jetzt ganz bewusst in einer normalen materialistischen Logik, wenn du mit einem normalen, ich sage immer normierten, vernünftig denken können Menschen dich unterhältst, dass du das Wort Gott nicht einmal im Mund nehmen. Weil alles, was du jetzt bringst, wird komplett rausgefiltert. Dann Ja. fällt die Jalousie schon runter bei denen. Ja. Dann gibt es die nächste Stufe von Menschen, die, wenn du fragst, glaubst du an Gott? Ja, an Gott glaube ich schon, aber mit Religionen will ich nichts zu tun haben. Denen ist gar nicht bewusst, dass sie auch Gott ins Gesicht spucken. Über Religionen müssen wir nicht reden. Diese Reliquie, diese Rückführung zu Gott, wie das normal übersetzt wird, ist übertragenerweise. Es ist eine Rück. Du kannst alles, was du denkst, was du erlebst, zurückführen auf eine Ursache. Und die ist nicht Gott, ist das dann mal dein Glaube. Ja. Das Wort Glaube, AOB, ist eine Beschwörungskunst, die du wieder aufbaust auf deinem anerzogenen Wissen, auf deinen Schwamminhalt. Ich rede jetzt bewusst Ja, raumzeitlich. Wie ja, gesagt, ja. wenn wir die Zeit wegmachen, sieht es nochmal anders aus. Ja. Und es wird dir logisch erscheinen. Ein Computer wird alles, was er macht, was das Programm ihm vorschreibt, wird er ausführen als Hardware und es wird ihm logisch erscheinen. Die Hardware der Computer ist das, was du bisher Mensch genannt hast, was aber bloß ein Körper ist. Ja. Soll ich nochmal sagen, an was denkst du, wenn du an einen Computer denkst? Zuerst einmal an die Hardware.
ein Gehäuse, ein Chip, ein Ja. Bildschirm, ein Lautsprecher. Ja, genau. Dann brauchen wir aber was, was nicht mehr Materie ist. Das nennt man dann Programm, Software, Betriebssystem, was auch immer. An Ja. was denkst du, wenn du an einen Menschen denkst? An einen Körper, an ein Gehirn? Bist du noch dran? Ja, war kurz weg. An einen Körper, an ein Gehirn und einen gewissen anerzogenen Intellekt, an eine Religion, an einen Glauben, an eine Schulbildung. Ja. Und dann siehst du und du hörst du. Ja. Es ist doch nichts anderes. Beide sind ausgedachte Dinge. Das Ja. kann ich immer wieder nur wiederholen. Ja. Das hat nichts mit der Menschlichung, der Wahn, dass eine hier besserwisserisch auftreten. Die leiden selber. Es Ja. ist dieses absolut evident im Jetztseinende. Ja. Jeden bewusst, jeden Moment bewusst zu machen, was ist jetzt eigentlich da. Ja. Und dann wirst du feststellen, das, was jetzt da ist, und ich kann immer nur wiederholen, wenn wir jetzt in die Vordersprache gehen, da haben wir natürlich verschiedene Möglichkeiten. Das Dalet ist das Dalet. Diese Tür. Die Aber Tür. Tür wiederum, das deutsche Wort Tür ist ja eine Reihe. Und ich sage, kann geöffnet sein, nach außen gedacht werden, die Spiegelung. Und sie kann geschlossen sein in sich selber, das ist eins durch. Da mache ich mich zu Facetten von mir selbst. Ja. Das ist das Erste. Und wenn Ja. ich es auch da, dieses A als Schöpfung gelesen, wir machen jetzt nochmal da eine 70 geschrieben, ein Ain, da haben wir ja Rot-Blau-Lesung. Dann Ja. heißt es ein geöffneter Augenblick, weil die 70 als blau gelesen ist ja ein Augenblick, ein Beckenblick, B, Ja, Ballon, ja, ist immer ja. so oft drauf eingegangen. Das will ich jetzt nicht wiederholen, sondern ich will das auf das Wesentliche nochmal reduzieren, dass wirklich was Neues kommt. Ja. Das, wir denken uns jetzt einmal welche, die das erste Mal mit Holofilien konfrontiert waren. Okay. Das, was dich blind macht, sind diese Filter. Es wird übrigens alles in Ich bin du schon geschrieben, aber du kriegst es nicht mit. Bei einmal lesen kriegst du es nicht mit, bei zehnmal lesen kriegst du es auch nicht mit. Nee, stimmt. Ja, ich merke das jetzt. Ich lese jetzt, ich Ich bin du. habe ein kleines, pass auf, ich mir belausche nochmal ein Gespräch, das stelle ich dir rein, ein Telefongespräch zwischen einem jetzt ausgedachten Ron und einem jetzt ausgedachten Ardur. Die Ja. unterhalten sich über Holofeeling. Ja. Ich stelle dir, ich hänge dir das dann mit dran an Danke. dieses Gespräch. Ja. Und das ist einfach ein Telefongespräch, das auf oder Skype-Gespräch oder was auch immer, das ist nur die Tonspur. Und Ja. das ist so interessant, wenn man die Werdegänge sieht, dass hier Erkenntnisse sind, wenn ich zum Beispiel sage, egal welche Bücher du liest, es macht dich blind, weil du nur das aus den Worten herausliest, was du dir hineindenkst. Ja. Und Ja. schon in einer Kommunikation auf der Ebene der Brösel wirst du feststellen, es macht keinen Sinn, dass du dich mit Gedanken von dir über Geistreiches unterhältst, außer es wäre hinter dem Brösel ein Geist, den du dir ausdenkst. Aber es ist doch hinter allen Gedanken, die du denkst, ein Geist, das bist du selbst. Genau. Und wenn du jetzt die Menschen verändern willst, ich muss jetzt das nochmal mit dem Gespräch noch etwas zurückziehen, weil sonst wird es zu vielfältig. Ich sage immer wieder als Udo, ich habe so einen Komplex in meinem Kopf und ich kann wirklich nur. Das ist der Satz in der Bibel, Milch gab ich dir zu trinken. Ja. Tröpfchen für Tröpfchen, was ich in dich reinmache, es geht nicht anders. Ja. Also, wenn du jetzt anfängst, deine Traumwelt zu betrachten, da sind jetzt so viele Menschen, die du dir ausdenkst und die wollen die Welt verbessern. Ich sage, du musst jetzt erst einmal klar machen, was Welt ist. An Ja. was denkst du bei dem Wort Welt? Es ist das Wort Welt, ist ja nur eine Kiste. Ja. Es ist ein Chat. Ja. Egal an was du jetzt denkst, du entheiligst das Chat. Diese Kollektion. Ja. Ich mache jetzt für welche, die das nicht verstanden haben. Wir nehmen mal statt das Wort Welt, nehmen wir mal extrem reduzieren und wir benutzen nur das Wort Küche. An was denkst du, wenn du an deine Küche denkst? Und jetzt ist interessant, jetzt hast du mal, ist die Antwort schon da. Kategorie 3 Frage ist, an das Wort Küche. Es ist das Geräusch Küche da. Ja. Aber dieses Geräusch, dieses Wort Küche ist ja keine Küche, wie du dir die vorstellst. Du musst dir die jetzt vor dich hinstellen. Ja. Und wenn du ein Bild machen willst aus dem Wort Küche, wirst du feststellen, das Bild ist keine Küche. Das sind übrigens, die Bilder sind, sagst du mal wieder Worte. Ja, ich denke dann an meinen Herd, an meinen Kühlschrank, an mein Waschbecken, an die Töpfe. Das sind Ja. wieder bloß Worte.
Das heißt, offensichtlich ist das Wort Küche ein Ordner für viele Worte, die wiederum zu Bilder werden kann, bis hin zu einer Tasse, die aber wiederum 16 Perspektiven hat. Ja, ja. Das Existierende, was prinzipiell von dir gesehen wird, ja, ist ein Nichts im Vergleich zu dem, was im H-Hintergrund ist. Geh rund. Ja, ja. So kommt es mir mit allen Dingen. Mal, das ist eine ganz hochwertige Philosophie, ja, die wir jetzt machen. Ich sage prinzipiell, es ist etwas Immerseiendes, das ist allumfassend. Das kannst du Gott nennen, und dann nenne ich das jetzt Internet, die Quelle, wo alles rauskommt. Ja. Und ja, jetzt hast du einen Bereich, der zu existieren anfängt. Mhm. Und darum ist dieses Wort existieren, existere, heraustreten, aus, auftauchen, hat wieder zwei Stufen. Mhm. Es sind zwei Stufen. Wir nennen mal, pass auf, wir machen den großen Ordner, den wir uns jetzt denken, der jetzt existiert, der ja nicht da ist. Und aus diesem Ordner taucht zuerst einmal etwas auf. Es beginnt was zu existieren. Es kommt was aus dem absoluten Nichts. Aus dem Nichts. Ja, zu ex nihilo heißt die Auswahl, die Kreation aus einem absoluten Nichts. Genau. Es taucht zuerst einmal aus dem absoluten Nichts, taucht ein Gedanke in dir auf, das wäre jetzt das Wort Welt oder das Wort Küche. Ja. Mhm. Es heißt, aus dem innersten Zentrum, aus dem Nichts, kommt dieses Geräusch zuerst einmal, ja, diese Kollektion, und es wird zu einem Gedanken. Mhm. Ja. Küche, Welt. Ja. Der Gedanke, den du jetzt denkst, ist ein Geräusch, das du selber sprichst mit deiner eigenen Gedankenstimme. Ja. Okay, ja, jetzt pass auf. Okay. Es kommt aus dem Nichts eine Existenz in dich hinein, weil du weißt, es ist jetzt bloß ein Gedanke. Das Wort Welt ist jetzt ein Gedanke, den du denkst. Ja. Es ist natürlich jetzt nochmal ein Unterschied, ob du dich in einem ausgedachten Gespräch befindest. Mhm. Es ist jetzt zum Beispiel ein Gespräch zwischen dir, Tier, ja, der Geist, der glaubt, er ist das Tier, der Affe, der jetzt vor dem Computer sitzt. Mhm. Und dem Computer, der vor dir zu stehen scheint. In einer gewissen Entfernung. Oder das Handy oder je nachdem, mit was du das jetzt dir ausdenkst. Okay. Und dann hast du eine Lautsprecherstimme und ein Pixelmännchen. Genau genommen sind das jetzt zwei Pixelmännchen. Wenn du nicht gerade glaubst, du bist der Udo oder du bist die Hannemarie. Mhm. Weil ja, die Hannemarie hat jetzt in ihrem Gesichtsfeld auf ihrer Verabredung nämlich bloß den Udo und der Udo hat bloß die Hannemarie und du hast beide nebeneinander stehen. Mhm. Stimmt oder stimmt? Ich habe beide nebeneinander habe ich nicht. Ich habe dich. Nein, du nicht. Du bist ja, du glaubst ja momentan die Hannemarie zu sein. Ach so, okay. Alles. Wenn du jetzt aber der Ron bist. Ja, okay. Oder wer auch immer, Namen sind austauschbar, dann siehst du zwei Pixelmännchen, nämlich den Hannemarie und den Udo. Ich rede, ich bin hier nur genau, das ist keine Spinnerei. Ja. Das musst du dir bewusst machen. Du musst dir jeden Moment bewusst machen, was ist jetzt eigentlich da. Sehr genau werden. Und dann wirst du feststellen, dass hier viele, viele Kleinigkeiten nicht existieren. Du kannst aus dem Nichts Sachen erheben, die gar nicht existieren. Wenn ich jetzt auch, sobald du dich jetzt auf was fokussierst, zum Beispiel auf das Bücherregal hinter dem Pixelmännchen Hannemarie. Schau mal ganz genau in das Bücherregal rein. Ja. Siehst du, das Pixelmännchen muss sich umdrehen. Du musst es nicht, weil du immer eine Vorstellung von irgendwas hast. Hannemarie-Programm hat jetzt gesagt, es ist hinter mir. Betonung liegt auf Inder, es ist in mir drin. Du hast jetzt erst einmal durch das Schau auf das Bücherregal der Hannemarie. Das Hannemarie-Programm hat jetzt ganz anders reagiert wie dein Programm. Ja. Hannemarie hat jetzt durch diese Worte sich etwas vorgestellt, aus sich herausgedacht, was angeblich hinter ihr ist, um das auf die Verabredete zu holen, muss es die Perspektive verändern. Ja. Aber wenn du jetzt das Bücherregal einstellst, anschaust genau, dann ist es hochinteressant, dass ich sage, du siehst jetzt zwar ein Bild, aber das ist extrem unscharf, obwohl das vielleicht als ein scharfes Bild erscheint, vor allem wenn es auf der Verabredete ist. Mhm. Wenn du das jetzt auf die Verabredung hörst, hättest du, das kann jetzt in dem Fall nur das Hannemarie-Programm machen. Ja, das heißt, dieses Bücherregal kann nur vom Hannemarie-Programm realisiert werden, indem es den Gedanken Bücherregal, den es sich jetzt hinter sich seiend vorstellt. Ja, mhm. Hinter sich seiend vorstellt. Jetzt dreh mal als Hannemarie den Kopf und du gehst als der jetzt das Video anschaut, einfach den Gedankengang mit. Dreh mal den Kopf. Ja. Jetzt holst du das Bücherregal auf die Verabredung. Drehen tut sich doch nichts, da komme ich gleich noch dazu. Genau. Es ist hochinteressant, das, was du jetzt auf deiner Verabredung siehst, ist eine Kollektion, die eigentlich schon da ist. Das ist mein Beispiel mit der Tastatur. Mhm. Aber wo ist, wenn du das Bücherregal anschaust, eigentlich diese Maruschka-Bubbe links oben? Die du letztendlich selbst bist. Wieso steht die eigentlich links und nicht rechts? Das hat übrigens einen Sinn. Ja.
Ja. Das Äußerste ist immer das Innerste. Ja. Und jetzt denke mal, du kannst mal nachschauen, Maruschka-Puppe kommt auch in den Offenbarungen vor. Genau. Ja. Das ist das, was ist. Die Maruschka-Puppe ist eigentlich ein Testudo. Ja. Der ist ganz links außen. Die Aber Reihe. links, das extreme links ist das extreme rechts. Ich sage immer, das absolute Nichts ist alles. Links heißt das du mal umgedreht. Was heißt es, wenn ich einen Strumpf auf links drehe? Dann kehre ich das Innen nach außen. Ja. Ja. Wenn er wieder auf rechts gedreht wird, wird das Außen wieder nach innen gedreht. Darum Ja. sage ich immer wieder, rechts heißt das dann mal richtig. Ist jetzt rechts links oder ist links rechts? Ist jetzt plus minus oder ist minus plus? Ist nicht beides plus plus und minus minus gleichzeitig? Ja, ist es. Es sind wie die Facetten in der Küche. Ist jetzt eine Küche eigentlich, ist eine Wohnung eigentlich ein Schlafzimmer, Wohnzimmer? Eine Wohnung als Kollektion? Das sind diese kleinen Beispiele. Ja, Weißt du, und du ja. hörst es und du kriegst überhaupt nicht mit, was ich dir eigentlich mitteile. Dass die Welt komplett anders ist, wie du sie dir zurzeit vorstellst. Selbst wenn ich jetzt das Wort Welt mache, dann denkst du natürlich an das Wort Welt. Aber was ist das für dich? Dieses Universum, das in eins gekehrt ist, wenn man die Sprachen versteht. Erwecktes Die Wissen. ganzen Gelehrten in deiner Welt sind Spiegelbilder deines Glaubens. Und Ja. ich komme jetzt nochmal zurück. Wenn du Menschen verändern willst, es wird niemals funktionieren, wenn du als Figur in deinem eigenen Traum auf andere einredest. Es sind ausgedachte Existenzen. Du selbst, blau gelesen, als Gedanke, als Figur, als Trockennasenaffe unter anderen Affen. Dein Affenglaube spiegelt sich, du bist Affe unter Affen. Ja, Und so bist du natürlich, weil du dir das denkst. Du bist aber im selben Moment auch der, der sich das ausdenkt. Und im selben Moment bist du der, der sich jetzt in diesem Moment ganz abstrakt jemanden ausdenkt, der sich andere ausdenkt. ja. Ich sage immer wieder, ich weise auf diese Richtung hin. Und das trennt die Spreu vom Weizen. Ja. Das heißt, wenn du die Menschheit verändern willst, musst du dein Denken verändern. Ein Gedanke ist ein Gedanke und er existiert nur dann dir, Betonung liegt auf dir, ex dir. Geist tritt aus sich selbst als dir heraus. In dem Moment, wo du Geist an dich denkst, Ja. Bin ich. beginnt ein dir zu existieren. Ja. Ein Geist kann nicht existieren. Er Nein. ist. Er ist, ja. An Essen denken, an sein denken. Esse ist sein und ist Essen. Er ist das, was er ist. Ja. Bist, was du ist. Ja. Das Ja. heißt, du musst zu einem geistigen Allesfresser werden. Ja. Was übrigens hochinteressant ist, dass das hebräische Wort für Essen heißt Akol. Schreibt Ja. sich 1, 20, 30. Die Vorsilbe A, das ist Essen. Die Vorsilbe A als Imperfekt gelesen, hebräische Grammatik heißt, ich esse, ich werde alles. Ja. Ich kann alles sein, Imperfektform. Ja. Aber Imperfekt heißt, es ist noch nicht perfekt, wenn wir das rot machen, und dann ist es doch wieder perfekt. Es ist PR, Wissen erweckt in einem Eck. Imperfekt. Das Wissen wird erweckt in einem Eck. Ja. In einem einzigen Eck. Du selbst bist aber der ganze Christ all. Kristall. Ja. Zumindest wenn du ich bist. Jetzt kommen wir Ja. wieder zu dem Christus. Der Christus, ein bewusster Geist, ist alles. Und der sagt, erst einmal, ich nehme alle Schuld auf mich. Ja. Ich kann mir doch nicht irgendwas oder irgendwen ausdenken und dem, das ich mir jetzt ausdenke, egal ob an Personen denken, an Grieche, egal an was, ich kann doch dem nicht vorwerfen, dass es so ist, wie es von mir gedacht wird. Nee, genau den Gedanken habe ich Wenn du heute das auch. einmal, diese Gedanken akzeptierst und verstehst, ändert sich alles. Was wir hier machen, jetzt zum tausendsten Mal, ist weder ein ausgedachtes religiöses Geschwätz, noch ist es ein esoterisches Geschwätz
Und schon gar kein vollkommen geistloses naturwissenschaftliches Geschwätz. Wir reden von dem, was jetzt ist. Lass dich darauf ein. Ja, das mache ich. Das macht allein. Ja, Das macht allein. Dieses aber Wissen macht total allein. allein. Da wirst du merken, wie der Zweite in dir deine unerzogene Logik sich dagegen wehrt. Wer will denn schon allein sein? Und Vor allem das dann die Verantwortung übernehmen. Ich nehme alle Schuld auf mich. Ich habe die auf mich genommen. Jetzt musst du bloß noch begreifen, dass du ich bist. Darum beginnt unser Spiel mit Ich bin du. ja. Es ist nichts Negatives. Das kann man sofort wieder in eine andere Qualität reinnehmen, wenn ich sage, das ist wie ein Schriftsteller, der einen Roman schreibt. Ja. Aber das sind wir jetzt gleich wieder bei unserem Thema. Was muss ein Schriftsteller tun, wenn er versucht, seine Romanfiguren zu verändern? Das ist eigentlich eine dumme Frage. Er schreibt die halt anders. Er beschreibt die anders. Genau, mach eine neue Geschichte. Er Ja. beschreibt die anders. Ja. Es ist also, es ist ungefähr, wir denken uns einmal an John Fleming aus, als Schriftsteller. Ist er der angeblich von uns jetzt ausgedachte Autor der James-Bond-Romane? Ja, okay. Und ich mache jetzt einfach mal eine Geschichte drumherum, dass wir hier uns einfach mal denken, der wäre eigentlich als Privat, als, nicht als Privatperson, sondern er wäre als Person des, was wir das normale Leben nennen, wäre der irgendwie ein Geheimagent gewesen, ein Englischer. Und jetzt nach seiner Karriere, nach dem Krieg und so weiter und so fort, wird er zum Schriftsteller, Nachkriegszeit, und fasst jetzt seine Agententätigkeit, macht er sich zu der Fantasiefigur James Bond. Ja. Da erlebt er jetzt Sachen. Das ist ausgedacht. Er bauscht natürlich auf und macht jetzt fantastische Geschichten. Das sind ja Märchengeschichten alles. Aber Ja. jetzt kann ich wieder sagen, dieser Schriftsteller als Ding an sich, der sich jetzt diese Geschichten ausdenkt und sich selbst als die Hauptrolle in die Geschichten reinsetzt, natürlich schön aufgeschmückt. Ja. Was muss der machen, wenn ihm jetzt irgendein Charakter nicht ganz passt? Der Goldfinger zum Beispiel. Er muss ihn einfach umschreiben. Ja, genau. Aber wird er dann den Bösen zum Bessern machen wollen oder irgendwie? Er braucht ja für die Geschichte, braucht ja diese Charaktere. Ich sage immer wieder, wenn es keine Bösen gibt, gibt es auch keine Polizei. Ja. Wenn es keine Krankheit gibt, wird es keine Gesundheit geben und umgekehrt. Aber was noch viel schlimmer ist, wir haben ja vier Seiten, dann wird es auch keine Ärzte und keine Medikamente, keine Apotheken mehr geben, keine Pharmaindustrie. Ja, Ja. wo käme mir denn hin, wenn wir keine Pharmaindustrie und keine Ärzte, keine Gesundheitsindustrie nicht mehr hätten? Da wird man Millionen von Arbeitslosen haben. Doch ist alles richtig. Das zwingt dir deine Logik jetzt auf. Du heilst diese Welt in keinster Weise, wenn du deine Logik nicht veränderst. Nee, und das, Das merkst du jetzt mit ja. Corona, dass die Bausteine lückenlos wie Puzzlestücke ineinander greifen. Du darfst keinen systemrelevanten Parameter aus dem Auto raustun, dann ist es kein Fortbewegungsmittel mehr als Ding an sich. Ja, Und wenn ja. es ein Kabelstück ist, du musst den nicht einmal aus dem Auto entfernen. Wenn es ein systemrelevanter Kabelstück ist, reicht es schon, wenn du ihn in der ausgedachten Position veränderst, dass du den Stecker von seiner Buchse, wo er normalerweise draufsteckt, auseinanderziehst. Die Ja. Stromversorgung für die Zündung oder für die Motorelektronik. Dann hast du nicht einmal aus dem Auto ausgedachterweise entfernt. Du hast ihn bloß an eine falsche Stelle hingesetzt, so wie ein Puzzlestück, das an einer falschen Stelle liegt. Ich habe jetzt von systemrelevanten Parametern gesprochen. Aber jetzt, wenn ich weiß, es gibt ja systemrelevante Parameter, ist ein Wellenberg. Und dann nach dem nicht Der rein. wird ohne ein Wellental überhaupt nicht existieren. Das sind die systemnichtrelevanten Parameter. Du darfst auch keine systemnichtrelevanten Parameter, weil das ist eine einseitige Aussage, wo die andere Seite dazugehört. Ja. Wenn du eins wegnimmst, ist das Gegenteil davon automatisch auch weg. Ja. Wenn ich aus einem Kegel den Kreis rausnehme, dann gibt es auch keinen Kegel mehr, weil dann nur noch eine Fläche da ist. Ich falle praktisch eine Stufe tiefer. Ja. Und das Ja. führt uns jetzt zu dem Kreis, damit wir den Karlaut auch weich reden können, als G lesen können, sage ich immer wieder, jetzt mache ich einen Sprung. Offenbarungsbücher. Ja. Du durchlebst zurzeit in ständig wechselnden Bildern ein Leben, jetzt von dir logisch ausgedacht, von einem befruchteten Ei bis hin zum Greis. Ja. Du durchlebst dabei dreimal drei Wachstumsstufen. Als Ganzes. Ja. Das sind unsere 27 Zeichen. Um dann am Ende, im 28. zum Eleph, zu unendlich viel zu werden, das mit dem Aleph begonnen hat. Wir haben ja
wenn wir 4 Oktaven unsere 27, 22 plus die 5 Endzeiten auf 4 Oktaven verteilen, dann sind es 27 Zeichen und 4 Oktaven ist ja 4 mal 7 ist das 28. Zeichen, ist dann wieder das Elef, das Alef, dasselbe Zeichen, Anfang und Ende. Ich bin Alpha und Omega. Ja. Und was jetzt wichtig ist, wenn du, heißt es in Ich Bin Du, ich wiederhole es nochmal, wenn du ein Kreis geworden bist, erkennst du, dass du schon im Meer ein G-Reis geworden bist, schon immer warst. Dass du schon immer ein Kreis warst, Entschuldigung. Ja. G steht für Geistrot, Rei, hebräisches Wort Arois, Spiegel, rot geschrieben. Der Geist ist der Kopf des Schöpfergottes. Ja. Und das ist reines Bewusstsein, das ist das Wort Geist. Ja. Jetzt merkst du, wenn ich immer wieder sage, solange du noch im K-Rei es dich drehst, bist du wie ein Hamster im Laufrad. H-Am. H-M, 1,40 heißt Mutter. Ja. Mutter, Mega, Matrix. Ja. H-Am heißt Mutter, ist deine Matrix. Das ist die Gebärerin alles Lebendigen. Wir nennen das auch Chava oder Eva. Ja. Dieses hebräische Wort für Eva, im hebräischen Chava, heißt laut Langenscheid zuerst einmal etwas auslegen, Erlebnis und ein Erlebnis haben. Wer macht es im Computer, dass der Computer, wenn wir den als Geist setzen, was erlebt? Das Programm, die Matrix, die Mutter. Ja. Die Struktur im Hintergrund, die arithmetische Wortstruktur. Mut, M-U-T, M-W-A-F-D, Gestalt geworden, aufgespannte Erscheinung. Ja. Heißt Tod, lateinisch so viele. Wir haben schon das O mit den zwei Ds, die ständig kreisen. Ja. Und jetzt können wir TR, den Fokal schmeißen wir raus, in einer Reihe, in einer Spiegelwahrnehmung. Das Wort Reihe wieder haben wir aber wieder den Spiegel mit vielen Hes. Oder wenn wir es rot machen, die Reihe ist der Spiegel, ist die Quintessenz. Wenn wir es blau machen, Reihe, kann man jetzt ganz genau berechnete, jetzt machen wir mal das Reihe, kann man ja auch mit 70 schreiben. Ja. Ein berechneter Trümmerhaufen, Ei mit 70 geschrieben. Hast Augenblicke des Intellekts. Ja. Es ist für einen, der das Grundlage, ich weiß, Programm, Hannemarie hat diese Grundlagen vollkommen drauf. Ich kann jetzt auch viele andere Namen nennen, wo das drauf ist. Es gibt aber noch viel, viel mehr Namen, die das nicht drauf haben. Wenn man das jetzt das erste Mal hört, hat man eh schon längst abgeschaltet. Ich behaupte mal, dass der das erste Mal hört, schon nach einer Minute abgeschaltet hat. Das ist die große Schwierigkeit. Da ist übrigens ein kleiner Trick, wenn man hier jetzt zum Beispiel reingeht. Ich mache jetzt einmal das Bild kurz. Warte, ich tue das einmal kurz zuerst her suchen. Geht ratzfatz. Da will ich mal ganz kurz drauf eingehen. Wir denken uns jetzt mal einen Menschen aus, der es eh nie verstehen wird. Okay. Das ist ein Gedanke, kann ich nicht verstehen. Du kannst den Gedanken nicht retten. Ja. Und schau, wie oft habe ich darauf hingewiesen, dass ich sage, was ist jetzt der Unterschied, ob du das Wort Gedanke nennst oder das Wort Mensch denkst? Ob du dir das Wort Gedanken denkst oder das Wort Menschen denkst? Es ist ein riesengroßer Unterschied für dich, weil du dir bei dem Wort Gedanken was ganz was anderes vorstellst, wie bei dem Wort Menschen. Stimmt oder stimmt? Ja. Sieht aber zuerst einmal nur die Worte da, die Vorstellungen habe ich gerade erklärt mit der Sache mit der Küche. Ja. B-I-L-E-T-R, im Kinderwerk, in dir entstehen erst Bilder, wenn du aus den Worten Bilder machst, was du die meiste Zeit ja nicht magst. Nee, ist richtig. Ich beschreibe absolut wertfrei, was 100% sicher ist, wenn du jetzt meine Gedankengänge mitgehst. Weil meine Gedankengänge sind jetzt deine Gedanken. Ja. Wer ist jetzt mein? Ist mein das Pixelmännchen, das du dir ausdenkst? Nein. Was ist eigentlich das Pixelmännchen? Das ist jetzt eine... Das ist ein Bild auf deiner Farbbrille. Ja, genau. Sag, das, was du sinnlich wahrnimmst, ist eigentlich auf deinen Augen, ist ein Augenblick. Ja. Augenblick ist ein Beckenblick. Ja. Du weißt es ja so. Ja. Diese Symbolik, alles, was da ist wichtig. Alles, was in dir auftaucht, ist wichtig. Es sind Einzelteile von dir selbst. Ja. Das bedeutet Holophilie. Ja. Ich habe ja auch
Ja, okay. Jetzt schauen wir mal ganz, wir machen uns das einmal bewusst, dass da zwei Schichten sind, da habe ich gerade nicht weitergemacht. Das heißt, wenn was zu existieren beginnt, taucht das erst einmal aus dem absoluten Nichts, Creatio ex nihilo, wählst du, Creatio, wählst du aus diesen unendlichen Füllen, das nichts ist, taucht in dir, ob du das schon bewusst auswählst, ist eine andere Frage, da wärst du ich, taucht in dir eine Information auf, die entsteht aus dem Nichts. Das Ja. nennt sich jetzt Gedanke und die ist vollkommen klar. Alles, was du denkst, ist hier und jetzt in dir drin eine Information. Ja. Es ist die erste Stufe der Existenz. Aber jetzt kommt die zweite Stufe, die bewusste Stufe, etwas in die Existenz heben heißt, und der Udo macht immer so Gleichspiel, in dem Moment, wo ich jetzt an Rumpelstilzchen oder an Osterhasen denke, mache ich mir Gedanken, wieso ist der jetzt eigentlich da? Sollte ich mir diese Gedanken machen, wieso er da ist? Beginnt ein Erklärungsmodell in mir zu existieren, ja, weil ich jetzt das denke. Und was glaube ich? Ich schaue in mich rein und mache mir bewusst, was ich glaube. Mir ist natürlich klar, dass dieser Gedanke Osterhase oder Rumpelstilzchen nicht existieren würde in meinem Kopf, wenn ich ihn nicht selber aus mir herausdenken würde. Also muss ja in mir noch ein tieferes Wissen sein, weil ich hole das ja in meine Existenz. Ja. Jetzt kommt das Problem bei vielen Dingen. Denkst du dir die jetzt noch aus deinem jetzt ausgedachten Kopf heraus um dich rum, dass ich sage, du verstreust 99,99% deiner Gedanken, die hundertprozentig nur Gedanken sind, zum Beispiel wenn du Zeitung liest, wenn du über irgendwas nachgrübelst, verstreust du vollkommen unbewusst um dich herum in ein imaginäres Äußeres, das hundertprozentig sicher nur deine eigenen Informationen sind. Zum Beispiel, wenn du jetzt an eine Erdkugel denkst, die sich um eine Sonne herumdreht. Wenn du jetzt an Atome denkst, wo sich Protonen herumdrehen. All dieses Zeug, das du dir ausdenkst, baut auf einem anerzogenen Programm, auf Daten, auf ein Wissen. Du würdest dir das als Computer nicht auf dem Bildschirm holen können, wenn du nicht so programmiert wärst. Das Ganze Ja. gilt auch für den ganzen religiösen Schwachsinn. Das erklärt ihr Holofeeling. Ja. Ja. Und Holofeeling richtet sich nur an den Geist, der sich jetzt dieses Gespräch anhört. Dieser Geist ist mit Sicherheit nicht der Gedanke, Trockennasenaffe, der jetzt in dir gefühlsmäßig entsteht, indem du eingehüllt bist, der Ja. du zu sein glaubst. Ja. Auch das existiert nur, wenn du es denkst. Ja. Darum wiederhole ich das immer wieder. Wenn du das wirklich verstanden hättest, müsste ich es nochmal wiederholen. Ja. So, jetzt schauen wir uns mal das Bild schnell an. Ja. Schau, die Holofeeling-Seite. Es ist sehr interessant, wenn man jetzt da reingeht, dass hier dieser kleine Absatz, ich garantiere dir, dass die große Masse, die das anklickt, und die Masse ist nicht allzu alt, wenn wir uns das nämlich anschauen, wir können ja mal schauen, wie viele Klicks dieses Teil hat. Oh, 19.929, schau dir das einmal, diesen schönen Zufall an. Das ändert sich natürlich laufend. Merkst du, was da eigentlich da ist? Einfach nur. Schau mal, wir schauen uns mal einfach mal diese Zahl an. Wenn du jetzt das anklickst, wenn du jetzt Es ist einfach. dieses Ding, das Video anschaust und du klickst jetzt dieses Video an, kann es das sein, dass da schon wieder was ganz was anderes steht, da unten. Ja. Das verändert sich. Aber es ist immer jetzt. Ja. Schau, wir haben jetzt hier einen göttlichen Spiegel. Wir machen das einmal rot, einfach nur als 1,9 lesen. Den göttlichen Spiegel, das ist der Reih. Ja. Wenn wir den rot lesen. Dann haben wir hier 2,9. 2,9, die übrigens zusammengezählt 18 ergeben. Ja. 18 wissen wir, I-Chat heißt eine göttliche oder eine intellektuelle Kollektion, das heißt ich. Ja. Das sind aber praktisch diese 2,9, da ist eine Zweiheit, Bi, in mir. In ja, die Das Polarität. sind zwei Spiegelungen, zwei neue Existenzen. Ja. Ich jetzt sagen, ich und ich. Okay, auf ist ja ob. Auf dem Kopf von UP. Ich mache das einmal rot. Ja. Okay, diese 27 Zeichen sind eigentlich nichts. Nichts, ja. Aber sie sind letzten Endes wie Gott. Ja, Mit der Formensprache kann man das lesen. Jetzt, wenn man sich das dann anschaut, wird es natürlich auch nochmal spaßig. Schau, Daumen nach oben ist 90. Oben
ist das, was geboren wird, die Gedanken. Ja. Unten ist der Geist, ja, der immer ist. Mhm. Ich habe jetzt das Bild bloß anders interpretiert. Ja. Dazwischen ist die Nulllinie. Ja, die Vatersprache, ja. Ja. Jetzt, wenn du das anschaust, kann das sein, weil das ist ja immer, in welchem Zeitpunkt schaust du das an? Das schaust du immer jetzt an. Ja. Das heißt, egal welches Datum für dich ausgelegt ist, ist ja ein Datum, welches Datum da steht. Mhm. Mhm. Es steht immer jetzt da. Das zwingt dich nur, diese Adresse zwingt dich hier praktisch mehr oder weniger, Entschuldigung, das Datum selber, wann das reingestellt wurde, ist immer gleich. Ja. Das ja. Datum, wann du das anschaust, ist ein anderes. Ja, ja. Das diese 27 Zeichen könnte ich jetzt lesen, die genau genommen nicht sind, aber das sind Schöpferkräfte. Die sind wie Gott. Ja, ja. Aber diese Zahl verändert sich laufend. Ja. Darum ist es, um genau zu werden. Ja. Also gut, wir schauen nochmal. Wenn du den jetzt anhörst, wenn man den laufen lässt, das ist eigentlich in einer Kurzform, weil das dann schon göttlich wird. Und es wird hier erklärt, was ist Holofeeling? Wie geistreich liest du das? Der normale Mensch mit seinen Filtern der Massen, das ist ein, dieses kleine Auszug ist schon ein Filter. Ja. Es filtert von vornherein bei vielen, die lesen, die nicht an Gott glauben, zappen die diese Seite schon weg. Und ich sagte, ich kann es nicht anders. Ich will nicht irgendwelche Leser retten, sondern welche, die anfangen, nach sich selbst zu suchen. Mhm. Mhm. Schön, dass du diese Seite, ist das Licht am Ende. Mhm. Ja. Das Reihen, Spiegelexistenz, zufällig bist du nun in deine geheimnisvolle Reihe an die Tür deines eigenen, die noch völlig unbekannten Inneren, das ist das Reihe, das ist diese Reihe. Ja. Reihe heißt Spiegel, Tür heißt Reihe. Reihe wiederum ist die Spiegel, eine Spiegelung von Spiegelungen deines unbekannten Inneren. Ich sage jetzt in dein geistiges Netz. Ja. Mhm. Vorgestoßen. Holofeeling ist ein göttliches Geschenk, das Herz und Intellekt gleichermaßen anzusprechen vermag. Es beinhaltet die Lösung all deiner menschlichen Probleme. Ja, stimmt. Ja. Ja. Menschlich. An was denkst du bei dem Wort Mensch? An dich selbst als Geist oder an einen Trockennasenaffen? Das, was du zu sein glaubst, der blaue Mensch, der Enosch, der ist doch schon ein Problem. Der ist das was Problem. Vorgelegt ist. Ja. Ja. Weil wenn du an dich denkst, wenn du dich selbst ausdenkst, wer denkt eigentlich an sich selbst? Wer denkt, wenn ich jetzt an mich denke, dann denke ich mich doch aus mir heraus. Genau, ja. Und jetzt sage ich immer wieder, da haben wir wieder zwei Seiten. Wenn ich an den aktuellen Körper denke, dann bin ich das Zentrum und er hüllt mich ein. Sobald ich mich aber jünger oder älter denke, denke ich mich schon räumlich oder zeitlich woanders hin. Geht's wieder woanders, aber egal, wo ich mich räumlich oder zeitlich hindenke, irgendwann nochmal als Kind in die Schule oder was auch immer, was auch im Meer, in dem Moment, wo es in mir auftaucht, das ist hier und jetzt meine Information. Ja, ja, ja. Wenn du das hörst, wenn du Geist, wenn du eine Haut von Reife hast, dann muss dich das wegflashen. Ja, es ist richtig, ja. Schon diese wenigen Worte sind komplett anders wie alles andere, was du findest, aufgrund der Präzision dieser Auslegung. Wenn ich jetzt noch Zahlen reinsetze, kann ich dir zeigen, dass das Formen sind. Das sind Computerstrukturen, Programmstrukturen. Mhm. JCH lade dich nun ein zu einem völlig ungefährlichen und vor allem kostenlosen Spaziergang durch dein eigenes Ich. Ja. Was wäre ein Ich mein in mir? Das Rote. Nein. Dann müssen wir wissen, dass es vier verschiedene Ichs gibt. Genau. Genau, ja. Das kann man nicht oft genug hören, selbst wenn man meint, dass man es verstanden hat. Ja, ich bin nun einfach, solange du noch unbewusst in der Rolle eines Trockenaffen lebst, hast du es erst begriffen. Du kannst immer nur neugieriger und noch neugieriger werden auf dich selbst. Ja, ja. Holofeeling beschreibt die göttlich präzise Arithmetik, Ari, der Löwe. Ja. Die sich ständig in deinem eigenen geistigen Haar in der G-Rund abspielt. Es ist so, wie wenn du ein Video anschaust. Da spielt sich ein arithmetisches Konstruktprogramm ab, das aus einer statischen Datei unendlich viel Bild und Geräusche hervorzaubert. Ja. Es verbindet alle Geisteswissenschaften deiner Welt, das heißt Religion, Esoterik, über den Lautwert der geschriebenen
Wurde mit allen Dingen deiner bisherigen naturwissenschaftlichen Erkenntnisse, ohne dabei auch nur einen einzigen Widerspruch einzugehen Ja. oder irgendeine Frage offen lässt, die man stellen könnte. Ich beantworte dir alle Fragen. Ich erkläre jetzt erst einmal, dass Kategorie 1 und Kategorie 2 Fragen dich immer wieder in eine Einseitigkeit führen und dich zerreißen und entheiligen. Und die Ja. Kategorie 3 Fragen kannst du dir eigentlich schon selber beantworten, wenn du weißt, was Kategorie 3 Fragen sind. Ja, wer hat sich's gedacht, Die ja? sind 100, dann hat sich das eigentlich alles schon getan. Es geht nicht um intellektuelles Wissen. Holofeeling führt dich auf eine wundervolle, ja geradezu göttliche Weise, deine eigene geistige Wirklichkeit ins Bewusstsein. Du bist das verbindende Parameter für alles, was du dir ausdenkst. Für Ja, alles. für alle. Alles, was du dir ausdenkst, entsteht in dem Moment, wo du es denkst. Es ist genauso, wie du dir es denkst. Das ist hundertprozentig sicher. Das Ganze, das heilige Ganze, spielt sich nur in deinem eigenen Inneren ab. Ich Ja. kann jetzt sagen, es blüht auf. Aus Ja. 1 war 2. Ich kann das aber ab Engelisch lesen, dann ist es hier UB. Ja. Elan. Und verzichtet auf jegliche Form von psychologischer und religiöser Technik. Weil die alle einseitige Ziele anstreben. Und sonstige dumme Kasteiung wie Fasten, das hat mit dem Körper gar nichts zu tun. Ein Spiel zwischen Geist, ich spiele mit mir selbst, denken lernen. Ja. Das Einzige, was dir auf deinem geistigen Weg zu mir Immer, ja. immer seiender göttlicher Kopf wieder im Weg stehen wird, ist deine eigene ausgelebte Egoismus. Dein derzeitiger tief materialistischer und sowie einseitiger Wissenglaube. Das ist dieses Ich weiß, ich bin ja Jude, ich bin ja Moslem, ich bin ja Katholik. Bist du nicht, du bist der, der sich diese Scheiße ausdenkt. Einzige wirkliche Hürde, die es für einen Menschen gibt, ist die, nicht an Gott zu, an Gott und somit auch an sein eigenes wirkliches höheres Selbst zu glauben. Und damit seine eigene göttliche Macht anzuzweifeln. Es ist ganz klipp und klar, wenn du das jetzt normale, hochgebildete Menschen, wenn das religiöse Menschen sind, die verwerfen das sofort, das ist satanisches Zeug. Wenn es naturwissenschaftliche Atheisten sind, die, wenn schon Gott lesen, lesen sie nicht mehr weiter, obwohl es nichts ist, mehr Naturwissenschaft und Arithmetik wie Holofeeling. Stimmt oder stimmt? Sie Stimmt. muss sich das nicht erzählen. Jetzt ist es selbst, wenn man Holofeeling studiert, wie viel davon hast du bis jetzt akzeptiert in deinem Alltagsleben? Es wird immer mehr. Es wird mehr. Es wird Ja, immer mehr. es wird immer mehr und Wie immer viel sind mehr. es dann letzten Endes? Wie viel sind es letzten Endes? Es kann doch nur einer sein, ich. Ich, ja. So, und ich habe jetzt wieder ausgehört, wenn du die Geduld hattest, auch bei Holofisten, die wir uns jetzt ausdenken, kannst du sofort innehalten, was du dir ausdenkst, weil die sowieso nicht verstehen. Du musst es verstehen. Hast du die Geduld gehabt, bis hierher weiterzuhören? Dann machen wir einen Schritt weiter. Wir gehen jetzt wieder, wir springen ja immer nur in einer ausgedachten Vorstellung von einem chronologisch ablaufenden Video, springen wir mal wieder ein Stück weiter nach vorne. Du bist jetzt der Autor. Was muss ich machen als Autor, der sich hier Protagonisten in eine Romanwelt hineindenkt und die verändern will? Ich muss mir die einfach anders denken, umschreiben. Ja. Umschreiben. Umschreiben, ja. Ich schreibe die Charaktere um. Ja. Es wird mit Sicherheit nicht funktionieren, wenn ich in die Vergessenheit gehe und mich so hineinfahren, dass hier, dass ich vergesse, dass ich eigentlich der Autor, der Zeichenerwecker dieser Zeichen bin, die ich selber schreibe. Das Prinzip wird übrigens erklärt in diesem Gespräch zwischen Ron, zwischen den Ordo, wo ich sage, ich stelle dir das mit ran. Ja. Du merkst, ich muss jetzt immer wieder hin und her springen, aber ich kann nicht dir im Jetzt erklären, was für Teile in der Küche drin sind, solange du chronologisch denkst. Ich zähle zwar jedes Utensil aus dieser Kollektion jetzt auf, das passiert übrigens auch bei den 7 Schöpfungstagen. Ja. Immer an die Seite denken, wo alle Worte gleichzeitig da sind. Aber ich kann die immer bloß jetzt aussprechen und du musst dir eingestehen, dass du noch zwanghaft chronologisch denkst. Mit Vorher und Nachher. Ja. Wenn du das Chatter mal verstanden hast, sagst du einfach bloß ja.
Dieses Ja ist entscheidend. Da ist kein Wissen. In einem Ja ist kein Wissen, weil da alles Wissen drin ist. Immer dran denken, wenn da kein Wissen ist, ich nenne es nochmal nichts, ist im selben Moment alles da. Weil nichts ist jetzt in unserem Fall der Welle das Dahl. Was ist eigentlich ein Wellendahl als Ding an sich? Man könnte jetzt zum Beispiel als normaler Mensch sagen, ein leerer Raum, ist mit Sicherheit kein Wasser drin in einem Wellendahl. Okay? Und was ist die Welle als Ding an sich im Meer? Ja, Wasser. Aber gibt es dieses Wasser, dieses besondere Wasser des Berges, wenn nicht dieses Nichts, dieses Tal da wäre? Ist jetzt Gott El Hayom, Gott das Meer, UB 86 in Zahlen oder anderer Symbolik, ist jetzt der eigentlich nichts oder ist er alles? Er ist weder dieses ausgedachte Nichts noch das ausgedachte Wasser, ist die Linie, es ist der Punkt dazwischen. Dual. Ja. Dual. Du bist Gott. Ja. Jetzt hast du auch, du bist nichts. Ja. Und weil du nichts bist, bist du alles. Ja. Jetzt ist natürlich ganz schön, wenn man das jetzt hört und man kann es rein intellektuell nachvollziehen, weil Holofeeling installiert ist. Behaupte ich immer wieder, es ist begriffen, aber es ist eigentlich noch nicht installiert, es ist erst heruntergeladen aus dem Internet. In der raumzeitlichen Metapher. Aber es ist noch nicht installiert, weil wenn es installiert ist, gibt es den, der du jetzt zu sein glaubst, nicht mehr. Ja. Außer vielleicht als einer von vielen Möglichkeiten, die du dir jetzt denkst. Was meine ich damit? Die Traumwelt zu verlassen kannst du nur, wenn du wach bist. Das heißt, du wirst aus der Welt herausstreben und in dem Moment, wo du herausstirbst, löst sich mit dem Wachwerden die Traumwelt im Jetzt sofort auf. Ja, ja. Und dann befindest du dich in einer anderen Welt. Ja. Weil du mit dem Wachwerden sofort wieder einschläfst. Das ist nämlich Wachwerden und Einschlafen sind nämlich zwei Seiten, die gleichzeitig da sind. Ja. So oft, wenn du die Selbstgespräche, wo ich immer sage, im Moment, wo du wach wirst, wird dir bewusst, dass alles, was du jetzt denkst, wo du glaubst, vorher erlebt zu haben, dass du nur geträumt hast, dass es nur ständig wechselnde Bilder waren, die aus dir selber gekommen sind, die du von Bild für Bild abrastest. Ja. Ja. Das heißt, wirklich wach werden heißt, jetzt absolut bewusst zu wissen, dass du jetzt schläfst. Jetzt springen wir in den Laozi. Solange du glaubst, du lebst jetzt in einer Welt, die unabhängig von dir existiert, die schon da war, bevor du geboren wurdest, die noch dann da ist, wenn du dich wieder auflöst, Asche zu Asche, Staub zu Staub, du merkst ja schon wieder die Identifikation mit deinen Gedanken da. Solange du das glaubst, schläfst du. Wenn du wach wirst, weißt du, dass du jetzt schläfst. Ja. Das heißt, das Schlafen. Was ist ein Geist? Ich wiederhole immer dieselben Sätze. Was ist ein Geist, der schläft, ohne zu träumen? Ist nicht der ausgedachte Geist und seine Traumwelt nicht dasselbe wie einer, der immer ist, der seine ständig wechselnden Gedankenwellen anschaut und dadurch was erlebt? Ja. Aber was ist ein Geist, den wir uns jetzt denken, der nicht träumt? Sagst du mal, ist ein Gedanke, aber was stellst du dir dann vor? Es ist ein Geist ohne Informationen. Aber Information und der, der die Informationen erlebt, sind wie eine Welle, er wird dann zu dem hier. Weil wenn ich das nämlich wegmache, den Traum wegmache, löst sich in dem Moment auch der ausgedachte Geist auf. Ja, Das ist der Kernpunkt aller Philosophien. Wenn ich immer wieder sage, ob du jetzt große Philosophen dir ausdenkst, die existieren doch nur, wenn du sie denkst. Es ist deine göttliche Macht, du entmächtigst dich, dass du als träumender Geist, das ist, man kann es nicht oft genug sagen, nicht oft genug hören, weil du jetzt im Moment noch in der Personifizierung permanent erlebst, dass du dich nicht an diese Regeln hältst, dass die noch nicht installiert sein können, dass dir das zwar schon logisch erscheint. Aber was hindert dich, das wirklich dann zu installieren? Immer noch dieses Quäntchen an, dann gibt es mich ja nicht mehr. Okay, dann gibt es den nicht mehr, den du jetzt dir ausdenkst, wenn du an dich selbst denkst. Ja. Dann gibt es ja mich nicht mehr, dann bist du das mehr. Dann bist du ich. Ja. Und du wirst dann feststellen, dass du dann immer noch lebst, aber nicht mehr als bloß einer, sondern als alle.
Alle, Weil ja. ich erkläre mir das ja jetzt selbst, egal wer ich jetzt zu sein glaube, wem höre ich jetzt eigentlich zu? Mir selbst, meinen eigenen höheren Geist. Ja. Und du wirst irgendwann begreifen, nichts und niemand, was du überhaupt denken könntest, ist nur ansatzweise in der Lage, dich so sehr zu lieben, wie ich dich liebe. Was du auch immer unter ich verstehst, ob du dich jetzt als Geistesfunken betrachtest, was ausgedacht ist, oder bloß als Brösel betrachtest. Ja. Ja. Ich werde zu einem Neo-Ich. Ja. Ich setze da mal allgemein, ich habe einer meiner guten Geistesfunken, habe ich hier schon, ich habe da eine kleine Zusammenfassung gemacht, die du durchgehst mit einigen Liedern. Und das ist auch mit den Liedern, wo ich sage, wenn du mal Holofeeling, die Vordersprache, verstanden hast, muss ich jetzt hier, je nachdem nach Reifestufe und Intellekt, muss ich jetzt sagen, die Welt spricht zu dir mit allen, mit jeder Kleinigkeit, mit jedem Moment, der in dir auftaucht. Das können ja je nach deinem Charakter, nach deiner geistigen Reife von dir definiert positive oder extrem negative Momente sein. Aber alles wurde aus Liebe erschaffen, um dich zu Ja. einem wirklich liebenden Gott zu erziehen. Ja. Wenn man das begreift und solange du noch in dem Wahn lebst, dass du irgendwas, was du dir denkst, von irgendjemandem, den du dir ausdenkst, erschaffen wurde, Gibt's nicht. dann ist es für dich so, weil du das Nee. glaubst. Ja, ist richtig. Reduziere dich auf dieses, was hundertprozentig sicher ist. Hör nicht mehr auf das Geschwätz der Leute. Nein. Ich habe tausende Mal in Selbstgesprächen, wenn du die wiederholt hast, und es ist nötig, gesagt, es existiert ein Sokrates, ein Plato und ein Einstein oder wer auch immer, nur dann, wenn du ihn denkst, und die werden dann das getan, gedacht oder erfunden haben, was du dir denkst. Ja. Jetzt wird es komplexer. Dasselbe gilt jetzt für die ganzen Liedermacher, für die Komponisten, die du dir ausdenkst. Bleiben wir mal in diesem modernen Bereich der Lieder. Und du wirst bei genauer Analyse, wirst du feststellen, wenn du jetzt die in dir aufwirfst, ich mache jetzt nochmal Grönemeyer. Den Grönemeyer, den wir uns denken, der hat bis jetzt nicht existiert. Ja. Den seine Liedtexte sind so unendlich wundervoll und tief. Wie kann der solche tolle Liedtexte schreiben? Und ich habe schon in einigen Interviews, da ist ein Interview drin mit dem Grönemeyer, wo ihn eine Journalistin fragt, wie ihm solche tolle Texte einfallen. Und dann sagt er, ich sitze da und dann fällt mir das ein. Was ist das für eine blöde Frage? Es fällt mir halt ein und dann schreibe ich es hin, weil es schön ist. Ja, die göttlichen Jetzt, Geschenke. wenn ich sowas höre und ich bin geistreich, was soll mir das sagen, wenn es. Wenn UP mich das jetzt träumen lässt, was soll, du musst dir jeden Moment sagen, was soll mir das jetzt sagen? Was will der Meister mir in einer symbolischen Form mitteilen? Jetzt gehen wir, der Mensch Grönemeyer als Figur, als Protagonist in dieser Romanwelt. Er kann sich ja nicht raussuchen, dass er vom Auto so entworfen wurde. Jetzt schauen wir mal den Charakter von dem Grönemeyer selbst an. Es ist ein hochgradiger, fanatiker, linksfaschistisch orientiert. Das kannst du zum Beispiel erkennen, diese tolle Rede, die er gehalten hat, irgendwie, glaube ich, im Wien-Konzert. Ist das Video mit drin? Er Richtig. ist so unendlich weit weg, das, was er in seinen Liedern in die Texte reinschreibt, als Kugelschreiber, der sich nicht dagegen wehren kann, weil wir uns den jetzt so ausdenken. Das auch nur ansatzweise verstanden zu haben, was ich ihn selbst in der Personifizierung schreiben ließ. Ja. Hätte ich jetzt nicht in der Vergangenheitsform, sondern jetzt, weil wir es uns denken. Ja. Das ist eine Erkenntnis, das jetzt fängst du an, geistreich zu denken. Und immer dran denken, du bist ich. Leben die Menschen das? Weißt du, wie oft ich schon gesagt habe, wenn du einen Pfarrer nimmst, einen Jungen, der sich den Arsch aufreißt für seine Gemeinde, Ja. der sich hinstellt auf die Kanzel und dann Bibelzitate raushaut, wortwörtlich. Wie unendlich weit er davon weg ist, es selbst zu leben. Nur diesen Satz, liebe deine Feinde. Wie Ja. oft habe ich darauf hingewiesen, dass solange du in dem Wahn, in dem blindmachenden Wahn lebst, zu glauben, du gehörst zu den Guten, du hast die richtige Religion, dass du vollkommen unbewusst
eine Unmenge an Feindbildern postulierst. Das war die Sache mit Flüchtlingen. Wer redet denn eigentlich zurzeit noch groß von Flüchtlingen? Keiner. Erkläre ich mich hier gebetsmühlenartig, wenn ich jetzt das Zeitfenster der letzten 30 Jahre aufspanne, dass immer, was in der Zeitung aktuell ist, aufgegriffen wird und dann in deinen Gehöpf rumspuckt, weil du dir das einfängst wie einen Virus und dann ändert sich die Deme. Ey, Zylinderwahn, wir haben immer wieder was Neues. Über allen Zeiten, es war noch nie anders. Du lebst in der Welt, die du am Vorbeigehen aufschnappst. Mein berühmtes Beispiel, du sitzt beim Arzt, im Zahnarzt, im Wartezimmer, überfliegst irgendeine drittklassige Informationsquelle, irgendeine Lese an Lesezeuge. Und glaub daran doch, ja. Und dann hast du den Virus im Kopf und dann machst du Vorstellungen draus. Und sobald du resonierst, stochastisches Denken. Ich muss nochmal, wenn du nachschauen willst, Stochastik wird nochmal genauestens beschrieben in dem Buch ja. Offenbarung, die Physik im Nullpunkt Gottes. Mhm. Ziemlich am Ende. Dieses stochastische Denken. Du bist magisch angezogen von rechtsradikalen Theorien, von linksradikalen Theorien. Es sind Theorien, es sind Sichtweisen. Ja. Dann wird wieder fokussiert, Verschwörungstheoretiker, jetzt mit Corona-Leugner. Die werden alle in einen Topf geschmissen. Es ist das dann mal, je nachdem, schau, was du glaubst. Wenn wir uns jetzt welche ausdenken und du sagst, die glauben ja das und die glauben das, du hast schon wieder vergessen, die sind jetzt, weil du sie denkst und die werden das glauben, was du dir denkst, dass die glauben. Ja. Genau, ja. Das sind alles Rechtsradikale. So sind einige Rechtsradikale dabei, keine Frage. Ja, Verschwörungstheoretiker, die glauben ja, dass hier die Politiker, die Elite, dass die Kinder entführen und dann aus dem Blut das Serum machen von den Kindern. Sind Spinnern, stimmt. Hat da Xavier Nadu dazu, da steht ja vollkommen drauf. Das ist immer nur kleine Teile, es geht um was ganz was anderes. Ja. Dass hier durch solchen Demonstrationen, die ich mir jetzt ausdenke, die Masse ganz normale Menschen sind, in denen langsam ein Widerstand wach wird gegen dieses sich selbst entmündigen. Ja. Das machst du nämlich in dem Augenblick, wo du eine einseitige Meinung hast. Mhm. Egal welche Meinung du vertrittst, es ist nicht deine Meinung. Mhm. Ich sage immer wieder, das ist dein Intellekt, ist nicht dein Wissen und deine Meinung. Du sagst, es ist mein Wissen. Es ist Wissen, das du benutzt, das aber von anderen ist. Ich brauche Zungenpiercing. Tattoos sind schön. Jetzt hat man Mini-Röcke, jetzt hat man Maxi-Röcke. Du wirst immer das schön empfinden, was man dir einprogrammiert hat. Das gilt übrigens auch für die Religion, der du anhängst. Ja. Das kann auch eine reine naturwissenschaftliche Religion sein. Unser Professor Losch ist ein tiefgläubiger Materialist. Mhm. Und jeder, egal welcher Couleur, nimmt für sich in Anspruch, dass er die richtige Religion hat, was er sich selbst ganz einfach beweisen kann, weil seine Religion ist ja richtig. Genau. Das sei einer geistlosen Maschine denn logisch erscheinen, wie die Logik, mit der er programmiert wurde. Ja, ja. Mhm. Erst wenn du das verstehst, erhebst du dich darüber. Mhm. Ja. Und es bleiben ständig wechselnde Bilder und in den ständig wechselnden Bildern ist eins immer. Das ist der, der es erlebt. Der, der es sich ausdenkt. Ja. Mhm. Und jetzt sage ich immer dazu, der ist es natürlich nicht, weil der in dem Moment was Ausgedachtes ja, ist. Ja, ja. Selbst ein ausgedachter Gott ist nicht ewig. Mhm. Er ist auch nicht mächtig. Oder ohnmächtig. Er ist so, wie du in dir denkst und er ist dann, wenn du ihn denkst. Ja. Aber ein Gedanke kann nicht Gott sein. Nein, das ist richtig. Der ist alles. Gott ist etwas, was nicht gedacht werden kann. Mach dir kein Bild von Gott. Ja. Das ist das Quäntchen, was im Judentum noch drin ist. Das sogar so weit geht, dass es schon Höchststrafe ist, überhaupt den Namen Gott auszusprechen. Ich habe gesagt, du sollst den Namen Gottes nicht den Heiligen. Ja. Das ist jetzt, dass wir jetzt den Namen nochmal ganz einfach als ein Wort setzen. Mhm. Das ist halt eine Zeichenkette. Mhm. Ein doppelt aufgespannt, dort, wo man schon mal zwei Seiten, und eigentlich aus den zwei waren dann vier, dass ich muss auch jede kleine Erotik, du kannst ein 400-Seiten-Buch draus machen. Egal, was du jetzt denkst, was das Wort bedeutet, es ist unvollkommen. Mhm. Was bedeutet das Wort Krebs? Ja. Was bedeutet das Wort Udo? Ja. Udo behauptet, ich bin du. Ursprünglich heißt Udo zuerst einmal, der das Erbgut in sich trägt. Ja. Mhm. Ja. Was ist das Erbgut? Das sind seine Geistesfunken. Wahrlich, ich sage dir, ich bin jetzt in dir, so wie du in mir bist. Genau, ja. Aber dann fallen wir in einem Punkt zusammen. Ja. Das ist ein undenkbarer Punkt, der UBLHJOM ist. Ja. Der Punkt, aus dem alles entspringt. Ja. Sagst du mal im Plus und Minus, dann zusätzlich in Vorher und Nachher. Jetzt hast du das im Kreuz. Ja. Aber ich bin im Kreuz.
das Kreuz selbst. Ja, ja. Weißt, der Pader, wo die Patrone hinfliegt. Der ist oder der Fall des stochastischen Denkens. Ja. Stochastik, wo du immer mehr annäherst, umso mehr du anfängst, diesen Gedankengängen zu verfolgen, wirst du dich immer mehr dem annähern, was du selbst bist. Das, was immer ist, das mehr selbst. El Hayom. Ja. Das Spiel mit ich bin du. Und die spielst du alleine, ich sage das immer wieder. Ja, das weiß ich, das weiß ich. Das diese Unwissenheit, diese vielen Beispiele, die ich anspringe, die durch dich durchlaufen und du trotzdem immer und immer wieder dieselben Fehler wiederholst. Ja. Wenn was fehlt, ist es, wenn du dir was ausdenkst, fällt es in dir. Aber ja. Jetzt schon der erste Heilungsprozess ist, dass ich begreife, alles, was ich mir ausdenke, was außerhalb von mir zu sein scheint, ist ja genau genommen innerhalb von mir. Genau. Aber was ist jetzt außerhalb und innerhalb als dual gedacht gleichzeitig? Hier. Ja, ja. Mal. Außer Ha'al. Ha'al heißt das Nichts. Ja. Oder der Gott. Mhm. Der Gott haben wir schon wieder. Blau, DR, ein geöffnet, berechneter Gott. Ja. Erzeugt ein Außer Ha'al B und ein Inner Ha'al B. Ja. Es ist außerhalb des Nichts und innerhalb des Nichts. Jetzt sage ich wieder, pass auf, ist nicht ein Innen, das du dir ausdenkst, auch außerhalb dieser Einheit? Ob du dir jetzt innen oder außen ausdenkst? Ist wieder, ja, ich kann es immer tauschen. Das Innen ist genauso ausgedacht wie das Außen. Genau, ja. Jetzt setzen wir mal ein Nichts, AI geschrieben auf Hebräisch, ein absolutes Nichts. AI, rotgelesener Schöpfergott. Ja, Und dieser Schöpfergott nennt sich einen, denkt sich jetzt einen Vater aus, einen ausgedachten Vater. Mhm. Er schreibt sich hier AB. Ja. Das heißt, aus dieser absoluten Eins wird zwei. Ab. Ja. Ja. Als Af ausgesprochen, heißt es aufblühen. Ja. Mhm. Und einen Sohn. Und einen Sohn. Das ist automatisch die polare Existenz. Das sind die Beispiele, die ich wiederhole. Weil wenn man das hört und die Grundlagen nicht hat, das ist jeden Gedankengang mit, wenn sich jetzt kein Wissen dazwischen schiebt, könnte das jeder 13-Jährige sofort nachvollziehen. Es ist wie das Spiel, wo ich immer sage, A, B heißt Vater. Eins, zwei ist drei. Ja. Der Vater ist Geist. Ja. Er ist in der Physik A, B, C, der dritte Buchstabe C ist Licht. Ja. In der Einstein-Formel. Mhm. Ja. Okay? Mhm. Die Mutter schreibt sich 1,40 in Zahlen. Am. Ja. Das ist 41. Mhm. Gestalt gewordene Schöpfung. 40,1. Ja. Ja. 1,40 gespiegelt. Schöpfer wird Gestalt. Die Schöpfung von Gestaltwerdungen. Ja. Wir müssen immer die beiden Seiten. Das ist wie mit den Ich und den Chi. I, Chat heißt eine intellektuelle Kollektion blau und Chi, kollektiver Intellekt, ist Leben. Du lebst immer in einem kollektiven Intellekt. Ja. Ja. Du lebst in einem jüdischen Glauben, du lebst in einem muslimischen Glauben, du lebst in einem atheistischen Glauben. Das ist, du bist immer in gewissem Maß sind normale Menschen bloß Insekten. Ja, ja. Instinkt, Intellekt gesteuerte Tiere. Ja. Höchste Ausformung davon sind Affen. Bei denen in Kategorie Lernen 2, Lernen 1, Lernen 2 im ersten Selbstgespräch, ich bin du Quadrat nachlesen, wird jetzt mehrere Male angesprochen. Ja, ja. Ist plötzlich eine Programmierung da, die dir erklärt, wie du funktionierst. Mhm. Es ist Lernen 2. Mhm. Ja. Das aber dich in keinster Weise hindert, den Scheißdreck permanent noch weiterlaufen zu lassen. Der Heilungsprozess, These, Antithese, Lernen 1, Lernen 2 kommt erst in Lernen 3. Ja. Dann fängst du an, wesentlich an dir selbst was zu verändern, nämlich aus diesen Unentschieden was vollkommen Neues zu machen. Ja. Ja. Das ist wie immer so, auf dem Kreis und Dreieck machst du plötzlich einen Kegel draus. Aus Sonnenschein und Regen magst du Wetter. Ja, ja. Ich denke mal, die zwei Teile Schrödingers Katze denken, sind nicht nur zwei, das sind die zwei Extreme. Kreis, Dreieck, nur Kreis, nur Dreieck oder dann die vielen Zwischenformen drumherum, weil wir ja mehrere Perspektiven haben. Ja, und dann kommt die Synthese. Ja. Aus Krieg und Frieden magst du Heiligkeit. Ja, genau. Im Wort Frieden haben wir übrigens auch. Frieden, Frieden heißt der Ertrag, die Frucht des Paradieses. Mhm. Mhm. Das ist eigentlich das, was hier steht, schau mal, wer jetzt dazukommt. Oh, ja. Da haben wir dasselbe, der rot geschriebene Frieden ist Frieden und Krieg. Ja.
Ja. Der Tag rot geschrieben, Ja. aufpassen ist Tag und Nacht. Ja. Liebe ist Lieben und Hassen. Ja. Dieses simple Prinzip erkläre ich gebetsmühlenhaft. Ja. Wenn Ja. du das wirklich verstanden hättest, da ist doch überhaupt nichts Kompliziertes dran. Die Schwierigkeit ist, du bist ein zwanghafter Komplizierdenker. Aha. Okay. Das Ja. ist dieses Spiel, dass du, wenn du zuhörst, nicht zuhörst, was ich sage. Ich habe Ja. das gestern, hier und jetzt, ich mache wieder raumzeitliche Geschichte, ich habe das gestern so schön erlebt, da war die Irene kurz zu Besuch. Und dass, wenn du wirklich in die Köpfe reinschauen kannst, der Menschen, dass ich nochmal wiederholt habe, dieses Beispiel schon von Ich bin du, wo ich sage, wenn hier eine Kommunikation, wenn zwei Menschen, nehmen uns jetzt aus, in einen Dialog treten, das ich erwähne das so oft, Ja. wenn du das wirklich das Prinzip verstanden hast und du hast jetzt als der eine Mensch eine gewisse Vorstellung, mir bleiben mal ganz einfach eine Vorstellung in deinem Kopf. Eine Vorstellung in deinem Kopf. Da haben wir Ja. schon wieder diesen Widerspruch. Wenn du eine gewisse Vorstellung in deinem Kopf hast und du willst es an anderen Menschen von dem einen Kopf in den anderen Kopf übertragen, dann sieht es halt kleines, dann sieht es so aus, dann sieht es so aus, dass es wichtig ist, dass, das kannst du ja nur mit Worten machen, kann man natürlich auch nonverbal, dass das, was du in Worten ausdrückst, dass das Programm von deinem Gegenüber aus den Worten auch dieselben Vorstellungen herausgeneriert. Ja. Es nützt ja nichts, wenn du gerade ein wunderschönes Essen bist, der Fischliebhaber und du hast jetzt gerade einen schönen Krebsfleischsalat im Kopf und der fragt dich, an was denkst du jetzt und du sagst dann Krebs. Und er denkt an die schreckliche Krankheit. Ja. Oder an irgendein Sternzeichen. Das heißt, wenn du was aussprichst, musst du auch aus den Worten dieselbe Vorstellung machen. Ja, das Du weißt, stimmt. du kriegst es nicht mit, wenn das nicht der Fall ist. Jetzt muss ich das mal ganz genau machen, dass dein Gegenüber weder der, der spricht, den wir uns jetzt ausdenken, noch der, der zuhört, als Ding an sich selber irgendwas erfährt. Das sind Figuren in einem Traum. Ich kann dir doch genug sagen, Gedanken sind so, wie du sie dir denkst, und nur dann, wenn du sie dir denkst. Du kannst dir jetzt denken, dass irgendein Mensch was versteht. Ich weiß hundertprozentig sicher, dass der, der du jetzt zu sein glaubst, der jetzt vom Computer sitzt, null, absolut null versteht. Diese Ohren hören so viel wie das Mikrofon, das du dir ausdenkst in deinem Computer. Deine Augen sehen so viel wie die Kamera, die du dir jetzt ausdenkst. Das was Und ja. dein Gehirn kann so viel verstehen und begreifen wie der Computer, wie der Chip in den Computer, den du dir jetzt ausdenkst. Das haben wir am Anfang gehabt. Meine Botschaft richtet sich an den, der mich jetzt sprechen hört. Ja. Du musst es verstehen. Das, was ich dir erkläre. Nur du musst es verstehen, kein anderer. Ja. Und dann kommt Andrea-Programm weiß es, die Phase, wo man sagt, ich habe alles begriffen, ich habe alles verstanden. Das legt sich auch mit der Zeit, wenn man lange genug auf sich eingeprügelt hat. Ja, Wirst ja. du merken, dass wir jetzt diesen Punkt haben, wie kann ich die Menschen, die ich mir ausdenke, verändern? Ich weise immer wieder darauf hin, dass das erst einmal von dir ausgedachte Spiegelfacetten sind. Es sind Spiegelungen von einem Glauben, den du vielleicht schon glaubst, längst durchschaut zu haben. Das kannst du aber als Geist nur, wenn du bist ich, die Grundlage verstanden hast. Dieser Satz, wenn du aufgehört hast, deinen eigenen momentanen Intellekt, den du zum Denken benutzt, wir können das auch deinen eigenen Glauben in Frage zu stellen, ist das schon der absoluten Weisheit letzter Schluss? Es ist es mit Sicherheit nicht, solange du noch mit Feindbildern agierst. Mal abgesehen davon, dass das, was du prinzipiell denken könntest, denk wieder an das Internet mit den Milliarden von Seiten, wie viel davon denkst du dir eigentlich aus und holst du dir auf dein Monitor? Nicht viel. Nichts. Es geht nicht um die Filmwisserei. Nee. Es geht überhaupt nicht um die Filmwisserei. Du musst erst einmal deinen Glauben in Frage stellen. Das passiert mit Holofeeling, darum tut es ja so weh. Irgendeiner, der nur logisch bleiben will, wird es dann sofort als unlogisches Geschwätz abtun. Und er merkt gar nicht, dass er sich, der Geist, der noch an so einem Prüfprogramm hängt, dass er sich damit selbst die Gurgel zudreht. Arroganz, Eitelkeit, meine Lieblingssünde. Denk an die Schlussszene im Auftrag des Teufels. Ja. Dieser im Auftrag des Teufels ist im Prinzip wie der Satan, der Scheitern im Hiob. Ja, fängt er wieder von vorne an. Es Ja. ist wieder Mephisto im Faust. Du wirst jetzt plötzlich feststellen, dass sich Gut und Böse plötzlich spiegelt, dass das Böse gar eigentlich das Gute ist. Ja. Aber wo du dich massiv dagegen wehrst, aufgrund eines Einseitigkeit intronisieren wollen, die Heiligkeit wirst du nicht erreichen, indem du Feindbilder bekennst.
Nein. Darum sage ich immer wieder, das ist so unendlich logisch, dass du das, was du denkst, als gut und richtig ansiehst. Ich sage jetzt wieder hier, Flüchtlinge, Menschen helfen, die guten Menschen. Ist vollkommen in Ordnung. Das, was du willst, dass man dir tut, du für andere. Das heißt, wenn du jetzt dir vorstellst, ich wäre in dieser Situation auf einem Boot im Meer und ich würde gefoltert und unterdrückt in mein Land und ich will unbedingt raus, weil mein Leben bedroht ist, würde ich mir wünschen, dass mir welche helfen. Wir haben übrigens auch wieder auf die deutsche Geschichte bezogen, dasselbe Spiel. Weißt du, wie sie aus Deutschland raus wollten und kein Land hat die aufgenommen? Recherchier mal diese Schiffe, die hier vor Ländern gelegen sind und keiner wollte diese scheißdrecks deutschen Juden haben. Jetzt kommt das Gegenteil. Ja. Da ist zumindest jetzt eine Besserung da, wo ich immer wieder sage, hier Juden raus, Ausländer raus. Habt ihr denn an eurer Vergangenheit nichts verstanden? Ich sage, die haben beide nichts verstanden. Weder die schreien Juden raus, noch die Ausländer raus. Jetzt in der Welt ist ein Heilungsprozess. Ja. Diesbezüglich war das, was die Merkel gemacht hat, gar nicht so schlecht. Das ist natürlich auch wieder nur eine Seite, wo sie anfasst. Was unser Thema jetzt da ist, ist nämlich, haben die Völker uns nicht gewollt, jetzt mal global gedacht als Deutsche, auch wenn ich jüdischer Herkunft bin, das ist ein Blödsinn. Du bist deutsch, wenn du deutsch denkst. Ja. Wenn du deutsch denkst, bist du deutsch. Das ist zum Beispiel, wenn mir Thema war gestern hier, wo ich gesagt habe, wie die Irene da, wie Naftel Herzdur Sinai und Martin Buber kommen vor. Diese jüdischen Gelehrten. Martin Buber, den wir uns jetzt ausdenken, habe ich aus das Buch heraus, und Naftel Herzdur Sinai, das sind deutsch, deutsch-böhmisch teilweise. Ist aber ja Deutschland alles. Aber jüdisch gedachterweise, Trockennasen auf dem Technischen, wir sind ja eigentlich Juden. Aber die sind deutscher Zunge groß geworden, jüdisch, als Juden, Deutschjuden. Und die gelten als die größten Kenner des Althebräischen, das es überhaupt gibt. Ich mache immer gerne das Beispiel, wenn du den Langenscheid nimmst. Diesen Langenscheid, den Verlag ist ja jetzt mittlerweile auch ausgelöscht, gibt es ja auch nicht mehr. Ja. Dieser Langenscheid, hebräisch-deutsch, hat der Langenscheid nur in Lizenz. Ich habe da oft darauf hingewiesen. Ich muss das wieder in der Geschichte einpacken. Und der Langenscheid, dieses Langenscheid, war der Buch, wurde verfasst von einem Professor Jakob Levy. Und das Vorwort, das er reinschreibt, ich widme dieses Buch im Andenken an meinen Professor Naftel Herzdur Sinai. Das heißt, dieser Naftel Herzdur Sinai ist der Doktorvater gewesen von diesem hebräischen Professor, ist ein israelischer Verlag, der das verlegt hat. Ja. Hebräisch-Deutsch war der Buch. Ja. Und dieser Naftel Herzdur Sinai ist ein Deutscher. Hat ja auch die Bibel übersetzt, die Naftel Herzdur Sinai-Bibel. Die ganz anders übersetzt ist, wie die Martin Buber-Bibel, die wiederum anders übersetzt ist, wie die Luther-Bibel. Von den anderen katholischen Einheitsübersetzungen und so weiter will ich jetzt gar nicht reden. Neue Schlachterbibel, was es sonst noch alles gibt. Das sind eigentlich zuerst einmal die Urquellen, wenn du wirklich wissen willst, was in der Bibel drinsteht, ansatzweise, dann musst du zumindest dir die Naftel Herzdur Sinai-Bibel oder die Martin Buber-Bibel dir holen. Weil diese beiden gelten jetzt chronologisch zeitgeschichtlich als die größten Kenner des Althebräischen und haben noch den großen Vorteil, sie sind eigentlich Deutsche. Alemannen, Gotteskenner. Ja. Ja. Das Verrückte ist aber, dass die beiden Übersetzungen, unser Geheimnis, unsere hebräische Matrixstruktur, teilweise der Bube, Rosenzweig-Fassung ist ja, Martin Buber hat es mit dem Rosenzweig gemacht, interessante Namen, ist sehr poetisch, lyrisch übersetzt. Naftel Herzdur Sinai mehr wortwörtlich. Aber was jetzt das Interessante ist, dass beide als größte Kenner, angebliche Kenner des Althebräischen, es gibt bloß einen Hebräer, einen wirklichen Kenner des Althebräischen, das bin ich bei eurer Bescheidenheit. Der das erschaffen hat, der aus dem Jenseits kommt. Ja. Aber wir bleiben mal innerhalb dieser Erziehung her, dass ich auch schon in Glaubin, du bist ich, ist es, Beispiele bringen mit Elge Ken Melgen, wo ich das Prinzip des gezippten Programms erkläre, dass ich hier sage, da nimm mal einen Vers, dass die beiden Verse der Übersetzung der größten Althebräischkenner, dass die so voneinander abweichen, dass fast kein Wort dem anderen gleicht und eigentlich im ganzen Kontext das überhaupt nicht zusammenpasst, obwohl die Grundlage
derselbe Satz, dieselben Schriftzeichen sind. Das sind an der Komplexität dieser Auslegungsmöglichkeiten. Ja. Sobald du was auslegst aus einem Komplex, hast du immer bloß Einzelteile. Wenn du jetzt wieder unsere Küche nimmst, wenn du ein Bild, eine Vorstellung aus der Küche auslegst, landest du beim Herd, beim Topf, beim Salzstreuer, was auch immer. Ja. Es ist aber nicht mehr die Küche. Nee. Nein. Wenn du meinen Namen entheiligst, kriegst du Bilder. Ja. Ist jetzt das eigentlich was Negatives? Und die Bilder sind Putzzeichenstriche, ausgebereitete Schatten, Emotionen, ausgedachtes. Von einer Kollektiv, so wie jedes Bild und jeden Moment, jedes Geräusch, das du jetzt hörst, winzige Facetten aus dieser Datei sind, die du jetzt dieses YouTube-Video nennst. Ja. Ich sage, der Gedanke YouTube, die Internetseite YouTube, ist eine Kollektion. Ja. Wenn du nur judo.com eingibst, kriegst du eine Kollektion. Dieser Name steht für eine Kollektion für Milliarden von Dateien, die du Filme nennst. Milliarden und Abermilliarden von Dateien, die sind alle in dem Ordner YouTube. YouTube wiederum ist nur eine von Milliarden von Internetseiten. Du wirst irgendwann mal begreifen, was ich unter unendlich verstehe. Ja. Unendlich ist nichts, weil es alles ist. Also, ja. Und was du auswählst, aus dieser Kreation von unendlich vielen Möglichkeiten. Das kreiert ex nihilo. Ja. Ja. Nur wenn du das wiederholst und immer wieder wiederholst, wird dir das bewusst. Ja. Wenn du das von vornherein in die Tonne klopfst, als aus, es ist ja den, den wir uns jetzt ausdenken, der da nicht drauf reagiert, ist sowieso bloß ein Gedanke. Ja. Das lass die Toten ihre Toten begraben. So viele, die werden das wiederholen in allen Sachen. Das ist eine Phase, wo du auch durchlaufen musst. So wie du jetzt, symbolisch gesprochen, auch eine Gebärmutter einer leiblichen, ausgedachten, körperlich ausgedachten Mutter dir vorstellst. Vom Ei zum Embryo, zum Fetus, zum abgenabelten Säugling, zum blanden, kleinen Säugling, der saugt sich ja noch voll. Aber was saugt sich der Säugling voll? Milch, von der Milch, von Color, vom Weltlichen seiner Mutter. Die Mutter ist die Matrix. Ja. Wenn du über den Jordan gegangen bist, wenn du irdisch geworden bist, bis auf den Mose, der Mose darf ja nicht rein in das gelobte Land. Nein, der Mose wird von mir wach, den habe ich aus dem Wasser gezogen. Mosche hast du aus dem Wasser ziehen. Ja. Mose, diese Tora. Genauer genommen hier die fünf Bücher Mose. Das ist eine Kiste. Ja. Die Deba, das Kästchen. Darum heißt es auch das geschriebene Wort, auf dem alles aufbaut. Ja. Wenn ich das chronologisch sehe, diese unendlich gescheiten Menschen, mir fällt jetzt spontan ein, wo ich nochmal sage, Esther. Ich weiß, gehörst du mit dem Intellekt zu welchen, die das erste Mal hören, oder bist du also Holofeeling-Haus und da weißt du jetzt genau, was kommt. Ich erspare mir das Buch Esther. Esther heißt eigentlich, schreibt sich ja Aster. Wo ich mich versteckt habe. Warte mal, du mal, wir gehen noch mal ein Stück weiter. Aster, A, imperfekt, ich werde, ich kann, ich bin, versteckt. SDR heißt ja Geheimnis und Versteck. Wo ich mich, es wird normal übersetzt von Juden, wo ich mich versteckt habe. Ja. Dieses Buch Esther, und ich bleibe noch mal bei dem Aster. Da steckt Aster die Astrologie mit drin. Astruo wieder heißt nicht nach außen gestreut. Stro ist Truo. Da kommt auch das Starr, unbeweglich. Stern kommt von Stereo, von Starr, unbeweglich. Immer sein, hier und jetzt. Festgemauert in der Erde. Erde heißt erwecktes Wissen. Festgemauert im eigenen erweckten Wissen, das du um dich herum verstreust. Ja. Steht die Form aus Lehm gebrannt. Mal genau zuhören. Aus Lehm. Große Meister. Aus Lehm gebrannt. Was ist Lehm? Lehm ist Staub mit Wasser. Ja. Und GBR ist einmal der Geber oder im Geist ist ein polarer Rand. Ja. Und es fängt zu rennen an. Steht die Form aus Lehm gebrannt. Heute muss die Gall, die Glocke, Ecke, die Welle in der Ecke werden. Nicht morgen, nicht gestern. Oh, Scheiße. Die Welt spricht zu dir auf eine Art und Weise, die mit der Vatersprache wundervoll wird. Ja, ja. Oh, Geist, der du mich jetzt ausdenkst, bist wundervoll. Du bist so voller Wunder und du siehst es nicht mit dieser Einseitigkeit deines anerzogenen Wissens.
Stimmt oder stimmt? Ich komme nochmal zu Esther zurück. Ich habe einen Sprung. Esther, Aster, Astrologie, Astronomie, auch wieder zwei Seiten, wie Religion und Weltliches. Im Prinzip dasselbe. Eine ist Geisteswissenschaft, symbolische Auslegung, das andere ist naturwissenschaftliche Auslegung. Ja. Das eine wie das andere, es gehört untrennbar zusammen. Aber jetzt hast du mal das zweite Gebot halten. Mach dir kein Bild von irgendetwas da oben im Himmel. Die Bilder sind in dir, festgemauert in der Erde, immer weggerissen. In dem absolut stillstehenden Mittelpunkt, mit Gott in der Mitte, Mittelpunkt. Ja, ja. Dann bist du ans Kreuz gegangen. Dann bist du ich. Mhm. Symbolik wirklich deuten hat nichts mit diesen Wischiwaschi-Symboldeutungen im I Ching und so weiter zu tun, die auch alle extrem wichtig sind. Gestern hier, wo ich Irene zum Beispiel, wenn ich Bücher sehe, wo ich ihr dann zeige, wie die ganzen Mythologien, wenn du Bücher stehen hast und du liest die auf den Zahlen ohne Holo-Feeling, dann wachst du, wie wenn du eine Zeitung liest, Vorstellungen, die du um dich herum verstreust. Wenn ich Bücher in die Hand nehme, zeige ich dir, was zwischen den Zahlen drin steht, so wie ich das jetzt erkläre. Auf jeden Fall bei dem Buch Esther, das ist ja in der Theologie, in jeglicher Form von Theologie, ob das die jüdische Theologie oder die römisch-katholische Theologie ist, ist das bekannt, das Buch Esther in der Originalschrift, ist das einzige Buch in unserem Tenach, Tora-Bibel, nenn es wie du es willst, also Tora stimmt da nicht ganz, im Tenach oder in der Bibel, wo das Wort Gott, was wir als Gott übersetzen, zum Beispiel El Hayom oder Jahwe oder was auch immer, diese jüdischen Bezeichnungen, die zumindest übertragenerweise, ansatzweise sowas wie Gott bedeuten, nicht ein allereinziges Mal erwähnt werden. Es gibt in dem ganzen Komplex kein Buch, wo nicht das Wort Gott vorkommt. In allen Büchern, bis auf Esther. Interessant, Esther heißt, wo ich mich versteckt habe. Wo es mich eigentlich nicht gibt. Und es gibt aber da eine Ausnahme, das ist die Einheitsübersetzung. Was ist die Einheitsübersetzung von den Film-Bibel-Übersetzungen? Die Einheitsübersetzung ist ein gewisser Kompromiss, den die zwei christlich verstrittenen Blöcke, Katholiken, die Hauptblöcke und Protestanten. Es gibt natürlich viele protestantische Strömungen, christliche Strömungen im Allgemeinen, aber das ist so die Grundwelle Kreis und Dreieck. Also jetzt hast du mal die Katholiken und das Protestantische, dass die ja verschieden, letztendlich Luther-Übersetzung und die katholischen genehmigten Übersetzungen ja in Details in der Übersetzung, wohlgemerkt immer in der Übersetzung, nicht im Original, weil man eben einseitig auslegt, weil man die Worte entheiligt, wo drum gestritten wird, was das bedeutet. Und in der Einheitsübersetzung, die man für 8 Euro kaufen kann in jedem Buchladen, wenn man sich da reindenkt, das ist der Kompromiss, dass hier man sagt, die Einheitsübersetzung ist die einzige Bibel, Dora Denach Übersetzung, nenn es wie du willst, die von der katholischen Kirche und der protestantischen Kirche genehmigt wurde, dass die von beiden akzeptiert wurden als offiziell bestätigte Übersetzung. Und jetzt ist es, wenn du die Einheitsübersetzung in Buchform holst, ist es schön aufgebaut, dass nämlich vor jedem Buch in dieser Bibel immer eine kleine Erklärung drin ist vorneweg, wer das geschrieben hat, wer der Prophet ist, wann der gelebt hat, wo der gelebt hat. Schon interessant, vollkommen materialistisches, raumzeitliches Denken, Bruch des zweiten Gebotes. Bei jeder Einheitsübersetzung, vor jedem Buch, ist hier diese Erklärung über das Buch. Das findest du auch, wenn du die Bücher auf Wikipedia zum Beispiel eingibst. Da ist jetzt erst einmal immer geschichtlich, wann hat der Prophet, wann hat der Joel gelebt, wann hat der gelebt, wann hat der gelebt. Das ist schon vollkommener Blödsinn, führt dich voll in die Welt des chronologisch-materialistischen Denkens. Aber was hier interessant ist, dass hier in diesem Vorwort von Esther darauf hingewiesen wird, dass das hebräische Wort Esther eigentlich heißt, wo ich mich versteckt habe. Und es wird darauf hingewiesen, dass hier in diesem Original nicht ein allereinziges Mal irgendwo das Wort Jahwe oder Elayom erwähnt wird. Und dann fängst du an, diese Einheitsübersetzung zu lesen und auf den ersten zwei Seiten kommt schon ein paar Mal das Wort Gott vor. Weil man muss ja das richtig stellen, was hier verkehrt gemacht wurde. Einseitig natürlich, Auslegung, die Auslegungen. Es sind Wahnsinnige, die Weisen deiner Welt wissen nicht, was sie tun und warum wissen die das nicht? Weil du es nicht weißt, das kann eine Figur in einem Traum erst was wissen, wenn du das dir so denkst. Aber du wiederum kannst dir es nur so denken, wenn du es weißt. Ja, ja. Jetzt kann das kleine Ich wieder sagen, aber ich weiß es ja auch nicht. Ich sage, du solltest einfach nur wissen, dass alles Wissen in dir ist.
Und umso mehr du die Sachen in Schichtungen wie Zwiebelschalen aus dir herausstellst, umso dünner verdünnt sich das. Ja. Das ist wie, denk dir mal eine Meeres- oder eine See, wir machen mal einen Binnensee, weil das Meer ist ja mittlerweile wahrlich zu hoch gegriffen, wenn ich sage, Gott, El Hayom, UB 86, wir machen zuerst einmal statt diesem Meer, dem absoluten Meer, dem Immerseinen, machen wir zuerst einmal ein B-Innensee. Ist eine kleine Seele, ist B, diese Polarität ist immer innen. Plus 5, minus 5 ist genau genommen da, weil es ist ja dieses Dual, denkt sich ja selbst aus als 2. Mhm. ZWI. Mhm. Die Geburt eines doppelt aufgespannt, was übrigens herausgehen heißt, nichts. Das ist 2 mit euch hingeschrieben. Mhm. Was passiert, wenn ich 2 Eier in die Pfanne haue? Was kriege ich denn dann? Spiegelei. D-Rei. Dann kriege ich zuerst einmal ein Spiegelei. Wenn ich ein Ei in die Pfanne haue, kriege ich ein Spiegelei, einen Spiegel, der nichts ist, der Schöpfergott ist. Rei. Und wenn ich 2 Eier in die 2 Eier, kriege ich 3. Wieso kriege ich dann 3, wenn ich 2 Eier reinhaue? D-Rei. Ich kriege 2 gelbe. Das ist JCH-Rot. Rot-Gelb ist Gold. Müssen wir das Farbenspiel lesen. Und ich, JCH und ICH rot, das sind die 2 gelben. Und drumherum ein einziges Ich weiß. Ja. Das ist das Eiweiß. Da beginnt dann jetzt entweder der Trümmerhaufen vom Wissen oder ein Nichtwissen. Ja. Ich weiß, dass ich nichts weiß. Ja. Das ist symbolisch auf die 8. Das ist, wir kommen jetzt schon in Zahlen. Merkst du, dass du gar nicht mitkriegst, wenn du eine Spiegelei dir ausdenkst? Dass ein Ei zerschlagen, ein Schöpfergott zerschlagen, zuerst einmal 2 wird. Und da ist ja noch die Schale, die wird jetzt uninteressant. Jetzt verweise ich wieder auf dieses Erwachen, das Selbstgespräch Erwachen, wo relativ am Anfang steht, diese Symbolik eines Eis, der Schrift als Ding an sich und eines Menschen. Mhm. Ja. Reihschichten, D-Reihschichten. Die Schale, das Eiweiß und dann das Eigelb. Ja. Mhm. Der Körper beim Menschen, dann der Mensch als Ganzes und dann der eigentliche rote Mensch der Order. Ja. Bei Schrift, das, was du jetzt, die erste Schicht, was du jetzt aus Worten einseitig ausgelegt machst, dann die nächste Schicht, dass du die dahinterliegende Symbolik verstehst. Und dann ganz das Tiefste, die Grundlagen dieser ganzen Worte sind ja die einzelnen Schriftzeichen, dass du die Schöpfungsenergie in dieser Schriftzeichen verstehst. Das wird im Erwachen erklärt. Mhm. Ich mache jetzt eigentlich wieder für einen unreifen Geist dich neugierig auf Holophilie. Ja. Ich mache dich neugierig auf dich selbst. Ja. Das Gefühl, alles zu sein, aber nichts Bestimmtes davor. Was du schon blickst, wenn du sagst, ich bin der und alles andere bin ich nicht. Wie geistlos ist ein Geist, der sich Gedanken denkt, ich wiederhole nochmal, der sich verschiedenste Gedanken denkt und sagt, der Gedanke bin ich, aber alle anderen Gedanken bin ich nicht. Ich sage, du bist weder der Gedanke noch die anderen Gedanken, du bist der, der sich das ausdenkt. Mhm. Der bist du natürlich auch nicht, sondern genau genommen bist du der, der sich jetzt einen ausdenkt, ein rotes Ich ausdenkt, der sich Gedanken ausdenkt aufgrund seines blauen Ichs, seines Intellekts, das, was wir Mensch nennen. Mhm. Wenn du ein G-Rei-S geworden bist, wirst du etwas, was du schon immer warst. Und jetzt springe ich zum Abschluss nochmal zu den Samenfädchen. Diese Samenfädchen, die das Ei finden müssen. Diese Vielzahl. Dass es hochinteressant ist, dass ich gerade jetzt auf Menschen, wenn wir Menschenleben retten in der Corona-Krise, ein Mensch per se, Enosh, Medim, sind unheilbare, kranke, sterbliche Säugetiere. Ich reduziere das auf das, was jetzt 100%ig sicher ist. Die Menschheit ist jetzt ein Wort, wo du dir eine Vorstellung in dir aufbaust. Die du dir ausdenkst und meinst, die sind da außen und du hast damit nichts zu tun. Das ist 100%ig sicher. Wenn das Ego jetzt nicht bis hierher in dem Gespräch fortgefahren ist, müssen wir es eh vergessen, bist du eh noch ganz, ganz weit entfernt von dem, was du selbst bist. Und jetzt habe ich dieses kleine Beispiel. Diese Selektion, dass ich ganz, ganz definitiv sage, wenn du das Ei findest, von 1 Million Menschen, die wir jetzt einmal ganz abstrakt uns ausdenken, versteht es symbolisch, findet nur ein allereinziger das Ei.
Ich könnte jetzt genauso in Bezug auf deine Welt, auf deine Erde, die du dir ausdenkst, von 10 Milliarden Menschen, jetzt genau zuhören, findet nur ein aller einziger kann das Ei finden, das bist du. Und 6 Milliarden 999.999, die waren alt und senil, sie gehen folgenden Weg. Sie waren von dem Säugling zum Menschen, zum Jugendlichen, zum Menschen und sie werden jetzt zu einem blau gelesenen Kreis. Das heißt, sie werden wieder zum Kind. Er fängt an, in die Hosen zu scheißen und nichts mehr zu verstehen und er löst sich auf, indem er wieder nichts mehr versteht und in die Hosen scheißt und zu Staub wird. Ja. Stimmt oder stimmt? Ja. 6.999.999 dieser Samenfädchen wird am Ende, weil sie nicht nach dem Ei gesucht haben oder das Ei sich nicht mit dem Schöpfergott, mit dem Ei in sich selbst vereinigt haben. Zu genau diesem Zustand. Mhm. Und ich sage dir, wenn du ein Kreis rot gelesen geworden bist, dann erkennst du am Ende, dass du schon im Meer ein geistiger Kopf des Schöpfergottes also reines Bewusstsein bist und warst und es auch immer sein wirst. Ja. Das ist jetzt kannst du dieses Buch wieder in das Bücherregal reinschieben und du hast dein Leben durchlebt, wo du wieder ganz gewaltig mehr über dich selbst verstanden hast und die Möglichkeiten, was du alles in dir aufwerfen kannst. Ja. Das ist kein religiöses Geschwätz, das ist keine Esoterik, die ich mir raumzeitlich ausgedacht vorstelle, weil ich irgendeinen Scheiß von irgendeinem Guru nachplapper, was alles richtig ist. Immer dran denken. Das Schöne an Holofeeling ist, du wirst nie hören, dass irgendwas nicht stimmt, dass irgendwas nicht stimmen würde. Selbst wenn in dir einer auftaucht und sagt, du bist ja bloß ein Schwätzer. Die hat natürlich auch recht. Jetzt schau dir doch den einmal an, den du jetzt siehst. Trübes Pixelmännchen, das dich durch einen hin- und her schwingenden Lautsprecher anquäkt. Logisches Konstrukt, merkst du das? Ist das der Udo? Ich bin viel mehr. Ich bin viel mehr du selbst, wie das, was du dir ausdenkst. Ja. Das ist dann der Udo. Ein Gedanke, der Gedanke, Udo, der jetzt in dem Moment zu dir sagt, wahrlich, ich sage dir, ich bin jetzt in dir ein Gedanke. So ja. Wie du, egal wer du jetzt zu sein glaubst, in mir bist, weil ich dich nämlich ausdenke. Ich bin der, der ich bin, der ich schon immer war. Klingt unglaublich, aber habe ich dir nicht gesagt, du bist etwas Wundervolles? Mit der Person hat es nichts zu tun. Nein. Lass den in Ruhe, es dreht sich alles um dich, nicht um irgendeinen Gedanken von dir. Ja. Das Udo Feeling ist ein Spiel, das spielst du mit dir alleine. Und ich gebe dir die Macht, deine ganze Welt zu verändern. Aber da musst du zuerst einmal wissen, was du verändern musst und dass sich die Welt verändert. Was muss ich verändern, wenn ich jetzt angenommen, ich habe jetzt hier ganz abstrakt als Programmierer irgendeinen computeranimierten Film, ein Videospiel aufgebaut. Und jetzt taucht mir irgendwie in der Geschichte, die ich jetzt als ein Komplex in meinem Kopf habe, taucht mir irgendein Charakter nicht. Ich will einen Charakter wenn verändern. Was muss ich dann verändern? Dass ich als selbst ausgedachte Figur in dieser spirituellen Traumwelt auf den einspreche? Ich muss das Programm verändern. Genau. Ja. Mit Holofeeling kriegst du irgendwann einmal, wenn du das beherrschst, die Möglichkeit, das Programm zu verändern, was zwangsläufig elementar die Welt, die in dir auftaucht, verändern wird, bis hin zu den physikalischen Gesetzen. Einer der leichtesten Übungen, die physikalischen Gesetze zu verändern, solange ich weiß, das, was ich jetzt vor mir habe, ist ja das ausgedachte Produkt, das ausgerechnete Produkt einer gewissen Logik, die mir Naturwissenschaften nennen. Mit diesen angeblichen Gesetzen, die man nicht verändern können, weil die sogenannte Naturgesetze sind. Da müsste ich zuerst einmal wissen, was Natur bedeutet, NDR. Etwas Losgemachtes, was in dir aufspringt, wenn du das Hebräisch magst. Fall wieder in uns rein. Der Schatten soll wieder in uns reinfallen. Ja. Ich muss mal. In uns. Ja. Ich das danke, das machst du doch, ne? Das gibt doch. Alles klar, einfach, geh einfach raus. Du bist auftaucht und verschwindest wieder. Alles ist gut. Was meinst du, wie gut es dir jetzt geht, wenn die wieder weg ist? Außer sie hat ein eigenes Programm laufen. Geht es an nicht gedachten Gedanken gut oder schlecht? Wenn er, kann etwas, was nicht existiert, überhaupt Gefühle haben? Jetzt wird es ganz interessant. Nur das, was nicht existiert, hat Gefühle. Ja. Nur das, was nicht existieren kann, erlebt was.
alles, was existiert, erlebt ist als Ding an sich nicht. Nicht. Ob du dir jetzt eine Mickey Maus ausdenkst, die wo was erlebt, ob du dir ein Rumpelstilzchen, ein Schneewittchen ausdenkst, die wo was erlebt, oder ob du dir eine Hanne-Marie, ein Udo ausdenkst, oder den, der du jetzt zu sein glaubst, der erlebt es nicht. Nee. Soll ich nochmal zum tausendsten Mal sagen, wenn du irgendwo in einen Brennnesselstrauch beim Spazierengehen reinkommst und die Beine fangen an zu brennen und zu jucken, die Beine kriegen das überhaupt nicht mit. Das bin ich, ja. Wenn du Zahnschmerzen hast, dein Zahn kriegt das überhaupt nicht mit. Das ich, ja. Du hast es. Ja. Du erlebst es. Und wenn in dem Moment, wo du mit irgendwelchen von dir ausgedachten Trockennasenaffen mitleidest, du leidest mit was mit, was als Ding an sich überhaupt nicht leiden und empfinden kann. Gedanken haben keine Empfindung. Nur der träumende Geist erlebt das, was er träumt. Ja. Das ist hundertprozentig sicher. Das habe ich tausende Mal erwähnt und ich habe es wieder erwähnt. Und wieso ist jetzt das, wenn du so weit gekommen bist, dass du überhaupt diese ganze Datei durchgeschaut hast, dass du irgendwann nochmal die Demut hast, so lange zu wiederholen, dass du es verstehst, nicht nur begreifst. Ich weiß ja alles. Und so Andrea jetzt. Ich habe alles begriffen und hatte eine Odyssee von Schmerzen und partnerschaftlichen Ärger hinter sich ohne Ende. Wie kann ein Mensch, den ich mir jetzt ausdenke, sagen, er weiß alles, wenn er selber so in einer Scheiße lebt, bis zum es geht nicht mehr. Selbst produziert, aber nichts dafür gekonnt, weil ein träumender Geist, den wir uns jetzt wieder ausdenken, kann ja nichts dafür, dass er das träumt, was er träumt. Ja, genau. Aber wer denkt sich den träumenden Geist aus? Jetzt kommst du dir Geist schon wesentlich näher. Ein ausgedachter Geist ist kein Geist. Das ist das Einzige, was verstanden werden sollte. Nicht muss, ist wichtig, dass du auf die nächsthöhere Ebene kommst, aber immer daran denken, dein größtes Problem, das du hast, ist, dass ich dir die Freiheit gegeben habe. Ich, Gott, werde dich nicht zwingen, unendlich glücklich zu machen. Ja. Dass du unendlich glücklich bist, ich zwinge dich nicht dazu. Ich habe dir freigelassen, dass du das selbst entscheiden darfst, ob du das zulässt, dass ich das mit dir mache. Stimmt. Ich werde es nicht mit dir machen, wenn du es nicht haben willst. Und du willst es nicht haben, wenn du von deinem Weidezaun nicht loslässt, wenn du von deinen egoistisch geäußerten Einseitigkeiten nicht loslässt, weil du immer ganz klare Vorstellungen hast, was du brauchst, um glücklich zu sein. Und ich sage dir, das ist Selbstentheiligung. Ja. Die absolute Glückseligkeit, der absolute Frieden, den erlebst du nicht in einer Einseitigkeit, sondern im Mittelpunkt. Genau, ja. Das war das Gespräch zum Sohn-Dog. Sein Morgen aus und dann wirst du feststellen, dass morgen ist Vatertag. Morgen ist Vatertag, ja. Aber morgen kann bloß heute sein. Ja, wollte gerade sagen. Wenn morgen überhaupt ist, ist es heute. Jeder Tag ist dein Vatertag und es ist ein Sohntag. Und du wirst ein Sonnenschein in dem Sohntag, der hier den eigenen Tag projiziert und du kannst jetzt da Wolken dazwischen schieben, du kannst es regnen lassen und nicht sagen, ich will nur Sonne haben. Es ist auch sehr spaßig, wenn Regen da ist. Das Wort RGN ist ja aufregen, über irgendetwas murren. Wir brauchen, es gibt ja diese Freude gar nicht, wenn keiner Munder da ist. Ja, das stimmt. Was meinst du, was du für ein Glückseligkeitsgefühl hast, wenn du die von dir selbst geträumten, / unbewusst ausgedachten Figuren auch in einer Personifizierung, selbst wenn du dich jetzt bewusst in diese Traumwelt hineinbegibst, wie der Schauspieler sich auf die Bühne begibt. Ja. Wenn die um dich herum murren und sich ärgern und streiten und du dann, obwohl du mit auf der Bühne teilweise bist, in einem gewissen Abstand, innerlich drüber schmunzelst. Gibt doch so schöne Filme, die in dir auftauchen, wo hier Streitgespräche sind, die auch spaßig rüberkommen. Ja. Psychopathen. Schlimmer geht's immer. Ja. Ich danke meinem Vater. Dido. Danke.